Yusama, die faulen Eier. Sie sind nicht mehr im Geschäft, aber die Eltern meiner Mutter hatten früher eine Hühnerfarm in der Präfektur Shimane. Jedes Jahr in den Sommerferien sind wir vier, meine Mutter, meine ältere Schwester, mein jüngerer Bruder und ich, für eine Weile zu ihnen gefahren. Mein Vater konnte sich nie von der Arbeit freistellen lassen, also blieb er zu Hause. Das Haus der Familie meiner Mutter lag in der Präfektur Shimane, in einem Dorf namens Oshi. Um es nett auszudrücken, es war eine Gegend in Japan, die von der Schönheit der Natur umgeben war. Aber um es deutlich zu sagen, es war mitten im Nirgendwo. Wir blieben immer etwa eine Woche dort und ich hatte viel Spaß, während meine Großeltern sich um mich kümmerten. Da es auf dem Land war, standen sie immer sehr früh auf und gingen auch sehr früh ins Bett. Sie standen um 4 Uhr morgens auf, noch vor dem ersten Hahnenschrei des Tages, und begannen mit ihrer Arbeit auf der Hühnerfarm. Sie säuberten den Kot, sammelten die Eier ein, kontrollierten den Brutkasten und führten Reparaturen durch. Gegen 5 Uhr abends machten sie eine Pause zum Essen und gegen 7 Uhr trank mein Großvater etwas und schlief ein. Wir gingen auch gegen 20 Uhr ins Bett, aber es war schwierig, zu dieser Zeit einzuschlafen. Wir unterhielten uns dann über den Fluss, an dem wir an diesem Tag waren, oder darüber, was wir am nächsten Tag machen wollten. Und das hielt uns die ganze Nacht wach. Gegen Mitternacht starrte ich zu den Dachbalken hinauf, als ich hörte, wie die Schiebetür zum Zimmer meines Großvaters geöffnet wurde. Der Boden im Flur knarrte. Dann öffnete jemand die Haustür und verschwand nach draußen. Ich lag da, halb schlafend und halb wach, als die Uhr an der Wand 12-mal zu schlagen begann. Ah, es ist schon so spät, dachte ich. 5 Minuten später öffnete sich die Haustür und ich hörte, wie jemand an der Tür seine Sandalen auszog. Dann knarrte der Boden im Flur und die Tür zum Zimmer meines Großvaters schloss sich. Vielleicht wollte mein Großvater oder meine Großmutter nach den Hühnern auf dem Feld sehen, dachte ich. Und kurz darauf schlief ich endlich ein. Das nächste, was ich wusste, war, dass es Morgen war und dass alle schon gefrühstückt hatten. Alles geschah im Halbschlaf und ich dachte, dass es vielleicht nur ein Traum war. Aber in dieser Nacht konnte ich wieder nicht schlafen und zur gleichen Zeit ging jemand nach draußen und kam kurze Zeit später zurück. Am nächsten Tag und am übernächsten Tag ging immer gegen 11:30 jemand nach draußen und gegen 11:55 kam er oder sie zurück. Als ich meinen Bruder und meine Schwester danach fragte, hatte keiner von ihnen etwas bemerkt. Zu dieser Zeit begann ich mich dafür zu interessieren, was Erwachsene mit ihrem Leben anstellen. Ich wollte sehen, was diese Person so spät in der Nacht machte. Am 5. Tag tat ich mein Bestes, um Energie zu sparen, damit ich wach bleiben und der Person folgen konnte, wenn sie nach draußen ging. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte es mich gestört, dass ich nicht so leicht einschlafen konnte. Aber diesmal tat ich mein Bestes, um wach zu bleiben. Ich schlief fast ein, aber meine Augen öffneten sich, als ich merkte, dass jemand in der Nähe war. Ich wartete, bis er nach draußen ging. Dann schnappte ich mir meine Schuhe und folgte ihm. Ich sah, wie mein Großvater den Inkubatorraum betrat, der etwa 50 Meter vom Haupthaus entfernt lag. Der Brutraum war ein spezielles Gebäude, in dem die Eier in Brutkästen gelegt und erwärmt wurden, bis sie schlüpften, und in dem die Küken bis zu einer bestimmten Zeit aufgezogen wurden. Ich schlich mich nach meinem Großvater hinein. Keines der Lichter war an. Ich konnte mich nur auf das rote Licht verlassen, das aus den Brutkästen kam. Alles war schummrig, wie die Dunkelheit, die man sehen könnte, wenn man unter eine Kotatsu-Decke käme. Mein Großvater betrachtete die Brutkästen mit einem ernsten Gesichtsausdruck. Er nahm 3 Eier aus einem der Brutkästen,
drehte den Kopf weg und warf sie in einen nahegelegenen Metalleimer. Ich war so schockiert, dass ich plötzlich fragte: Was machst du da? Mein Großvater sah noch überraschter aus als ich. Ich hatte schon Angst, er würde vor Schreck umfallen, aber als er merkte, dass ich es war, war er erleichtert. Ach, du bist es nur. Erschreck mich nicht so. Er schnitt eine Grimasse. Was machst du da? Fragte ich erneut. Ich nehme die faulen Eier heraus, antwortete er und sah sich wieder die Brutkästen an. Ich hatte noch nie so etwas gehört, also fragte ich ihn. Es gibt schlechte Küken? Oh, ja. Wenn ich sie nicht entferne, wird etwas Schreckliches passieren, sagte er und nahm ein weiteres Ei aus dem Brutkasten. Ich wollte es mir genauer ansehen, aber mein Großvater geriet in Panik. Sieh es nicht an! Du wirst blind! Schrie er und schlug das Ei schnell in den Metalleimer. Ich sah eindeutig ein Küken in dem Ei. An der Außenseite bildeten sich Risse, als ob es kurz vor dem Schlüpfen wäre. Ich konnte mir vorstellen, wie es im Inneren des Behälters aussah, und wollte es nicht sehen, aber mein Großvater deckte ihn trotzdem schnell mit einem Deckel ab. Ich sah einen weißen Zettel auf dem Deckel. Was ist das? Fragte ich. Aber mein Großvater schaute auf seine Uhr und sagte: Es ist schon nach Mitternacht. Wir sind hier für heute fertig. Komm, lass uns wieder ins Bett gehen. Ich wollte nachts nicht allein an einem so unheimlichen Ort bleiben. Also verließ ich schnell den Raum. Ich glaubte, neben der Tür des Brutkastens etwas zu sehen, das wie ein Spielzeug aussah. Aber ich war müde und hatte ein wenig Angst, also sagte ich mir, dass ich morgen früh nachsehen würde und folgte meinem Großvater zurück ins Haupthaus. Den Rest der Nacht verbrachte ich im Zimmer meines Großvaters. Am nächsten Morgen ging ich mit meinem jüngeren Bruder Käfer fangen, und als wir zurückkamen, aßen wir früh zu Mittag. Aber dann merkte ich, dass etwas nicht stimmte. Ah, unser Großvater ist heute hier, dachte ich. Wenn ich es mir recht überlege, habe ich unseren Großvater noch nie mit uns zum Mittagessen sehen. Er verschwand immer gegen 11.30 Uhr. An diesem Tag war er anscheinend frühmorgens zu einem Freund in die Stadt gefahren. Er kam gegen 11 Uhr zurück, ziemlich betrunken, und setzte sich zu uns an den Tisch. Er aß etwas weißen Reis mit Tee und eingelegtem Gemüse und schlief irgendwann mit dem Gesicht nach unten auf dem Tisch ein. Wir dachten, es wäre unhöflich, ihn zu wecken, also ließen wir ihn liegen und gingen nach draußen zum Spielen. Ich erinnerte mich an das Ding, das ich in der Nacht zuvor vor dem Brutkastenraum gesehen hatte, und ging mit meinem Bruder hin, um es zu untersuchen. Es war kein Spielzeug. Es war ein Handspiegel, aber die Spiegelseite war mit einer Art zinnoberroter Farbe bemalt worden. Außerdem gab es eine kleine Tonstatue einer Kuh und einen billigen Plastikblumenstrauß. Sie waren in der Nacht bunt geworden, weshalb sie wie Spielzeug aussahen. Aber wofür wurden sie benutzt? Ich konnte es mir nicht vorstellen. Ich erinnerte mich daran, wie mein Großvater die Eier am Abend zuvor in den Müll geworfen hatte. In der Dunkelheit konnte ich nicht gut sehen, aber im Licht sah ich altmodische Zeilen in Kanji, die ich nicht lesen konnte, auf alt aussehenden Papierstücken, die auf dem Deckel der Tonne klebten. Hey, da schlüpft einer! Was? Mein Bruder beobachtete, wie ein Ei im Inkubator schlüpfte. Ich wollte es auch sehen, also öffnete ich die Tür. Ein Küken war darin, aber irgendetwas an ihm war anders als an den anderen. Als ich genauer hinsah,
zitterte es im Gegensatz zu den anderen Küken überhaupt nicht. Und es zwitscherte auch nicht. Und seine Augen. Es waren die Augen eines Menschen. Es sprang vom Regal im Brutkasten und schlug mit einem dumpfen Schlag auf den Boden auf. Es hat nicht einmal den Kopf geschüttelt, sondern ist einfach zügig weggelaufen. Ich konnte nichts anderes tun, als entsetzt zusehen. Es rannte aus dem Inkubatorraum hinaus, wandte sich nach Westen und verschwand in der Ferne. Befreit von der Lähmung, die mich ergriffen hatte, konnte ich mich endlich wieder bewegen. Ich sah meinen Bruder an. Sabber lief ihm über das Kinn und seine Augen waren leer. Ich rief immer wieder seinen Namen, aber er reagierte nicht. Ich schrie weiter seinen Namen und meine Großeltern kamen atemlos ins Zimmer gerannt. Hey, hast du es dir angesehen? Ich war so erschrocken. Hab ich nicht, antwortete ich. Mein Großvater sah mir in die Augen. Doch, hast du nicht, wahr? Wo ist es hin? Der Blick in seinen Augen war erschreckend. Da lang, sagte ich und zeigte nach Westen. Mein Großvater schnappte sich die Kuhstatue und den Blumenstrauß und ging in die Richtungen, die ich gezeigt hatte. Meine Großmutter rief immer wieder den Namen meines Bruders, aber er antwortete nicht, während ihm der Sabba über das Kinn rann. Er hat Hikyu-sama in die Augen gesehen, nicht wahr? Sagte sie mit trauriger Stimme. Wird er wieder gesund werden? Fragte ich, während meine Großmutter immer noch auf den seltsamen Zustand meines Bruders schaute. Ich weiß es nicht. Holst du mir bitte den roten Spiegel? Ich reichte ihr den Spiegel und sie sagte, du darfst nicht hier sein. Geh jetzt zu deiner Mutter. Ich ging nach draußen, um meine Mutter und meine Schwester zu sehen. Aber ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Also umarmte ich sie einfach. Meine Großmutter kam kurz darauf mit meinem Bruder im Schlepptau zurück. Ah, es ist nichts passiert. Gott sei Dank, dachte ich, als ich meinen Bruder auf mich zukommen sah. Aber irgendetwas fühlte sich trotzdem komisch an. Ich sprach mit ihm. Und es war eindeutig mein Bruder. Er erinnerte sich daran, dass er mit mir in den Inkubatorraum gegangen war und was wir am Tag zuvor und am Tag davor gemacht hatten. Aber irgendetwas war anders an ihm. Meine Mutter bemerkte das auch und wandte sich an meine Großmutter. Mutter? Er hat nicht... Meine Großmutter nickte traurig mit dem Kopf. Meine Mutter nahm meinen jüngeren Bruder in die Arme und begann zu weinen. Er starrte nur ausdruckslos vor sich hin. Meine Schwester sah ihn verwirrt und ängstlich an, aber als sie unsere Mutter weinen sah, fing auch sie an. Kurz darauf kam mein Großvater zurück. Es ist nicht gut. Ich war nicht rechtzeitig da. Er schüttelte traurig den Kopf. Großmutter, ich weiß nicht, wer es sein wird, aber es wird in den nächsten 2 oder 3 Tagen passieren. Kannst du die Trauerkleidung herausholen und sie ein wenig auslüften? Nachdem er das gesagt hatte, nahm er meinen Bruder in den Arm. Es tut mir leid. Das ist passiert, weil ich eingeschlafen bin. Es tut mir so leid. Tränen kullerten ihm über die Wangen. Hä? Opa, das tut weh, sagte mein Bruder. Diese Stimme und diese Handlungen waren eindeutig mein Bruder. Aber gleichzeitig war es nicht mein Bruder. Danach sprach mein Großvater zu mir. Küken, die geboren werden,
wenn die Sonne am höchsten Punkt des Himmels steht und wenn es am tiefsten in der Nacht ist, haben eine bestimmte Aufgabe. Deshalb müssen wir sie töten. Küken, die in der Nacht schlüpfen, werden also zu Hikyu-sama? Fragte ich. Von wem hast du das denn gehört? Ah, das hat dir also deine Großmutter erzählt, ja? Nein, das ist es nicht. Nein, die nachts schlüpfen, werden zu etwas noch Schrecklicherem. Mit einem grimmigen Gesichtsausdruck wandte er sich dem Inkubatorraum zu. Dieser Teil der Geschichte endet hier. Später, als ich auf der Highschool war, hatte einer meiner Klassenkameraden ebenfalls eine Familie, die eine Hühnerfarm betrieb. Ich fragte ihn, ob er schon einmal von Hikyu-sama gehört habe. Aber er sah mich zunächst nur verwirrt an. Dann sagte er: Ah, du meinst das Iwashi-Huhn? Jedenfalls hat sich die Technik heutzutage weiterentwickelt. Und es gibt Sensoren und Zeitschaltuhren an den Brutmaschinen, die die Eier, die kurz vor dem Schlüpfen sind, automatisch um 12 Uhr mittags und 12 Uhr nachts entsorgen. Ich kehre immer noch jedes Jahr nach Shimane zurück. Mein Bruder arbeitet jetzt als Grundschullehrer. Ich weiß nicht einmal mehr, wie er früher war, bevor das alles passierte. Es ist über 20 Jahre her, dass wir alle zusammen als Familie gelebt haben. Aber wir sind immer noch eine richtige Familie. Als Kind war ich besessen. Das Elternhaus meines Vaters war etwas weniger als 2 Stunden mit dem Auto entfernt. Es war ein Bauernhaus, aber das gefiel mir. Und als ich in die Oberschule kam und ein Fahrrad erhielt, machte ich in den Sommer- und Winterferien oft allein Ausflüge dorthin. Sowohl mein Großvater als auch meine Großmutter begrüßten mich freudig. Wir sind so froh, dass du da bist. Das letzte Mal besuchte ich sie jedoch kurz vor Beginn der 3. Klasse des Gymnasiums, so dass ich nun schon seit über 10 Jahren nicht mehr dort war. Es ist nicht so, dass ich nicht gehen will, sondern eher, dass ich nicht gehen kann. Es war der Beginn der Frühlingsferien und das Wetter war perfekt, also schwang ich mich auf mein Fahrrad und fuhr zum Haus meines Großvaters. Es war immer noch etwas kalt, aber die Veranda war angenehm warm, sodass ich mich dort eine Weile entspannte. Und dann... Papa, 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 Papa. Ich hörte dieses seltsame Geräusch. Es klang nicht wie eine Maschine, sondern als käme es von einem Menschen. Es war, als wäre der Konsonant von einer Stimme gesprochen worden, aber dann auch wieder nicht. Oder nur halb? Was war das? Fragte ich mich. Und dann sah ich einen Hut über der Gartenhecke. Es gab keinen Grund, warum er dorthin gehängt worden sein sollte. Dann begann er sich seitwärts zu bewegen. Und als er eine Lücke in der Hecke erreichte, sah ich eine Frau. Ah, diese Frau trug den Hut. Außerdem trug sie ein weißes, einteiliges Kleid. Allerdings war die Hecke etwa 2 Meter hoch. Wenn ihr Kopf darüber hinausragen konnte, wie groß war sie dann?
Ich war schockiert, aber sie setzte sich wieder in Bewegung und verschwand aus dem Blickfeld. Auch der Hut verschwand. Irgendwann hörte dann auch das Pop-Pop-Pop-Geräusch auf. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich mir nicht viel, als dass es sich vielleicht um eine bereits große Frau mit hochhackigen Stiefeln handelte. Oder vielleicht um einen großen Mann, der sich als Frau mit hohen Absätzen verkleidete. Danach saß ich im Wohnzimmer und trank Tee, als ich meinem Großvater und meiner Großmutter erzählte, was gerade passiert war. Ich habe gerade diese wirklich große Frau gesehen. Ich frage mich, ob es ein Mann war, der sich als Frau verkleidet hat, sagte ich. Sie antworteten nur: Ach ja? Sie war größer als die Hecke. Sie trug einen Hut und machte dieses seltsame Geräusch, wie Pop-Pop-Pop-Po. In dem Moment, als ich das sagte, erstarrten die beiden. Sie hörten auf, sich zu bewegen. Und zwar genau zur gleichen Zeit. Danach verzerrte sich das Gesicht meines Großvaters und er warf mir eine Flut von wütenden Fragen entgegen. Wann hast du sie gesehen? Wo hast du sie gesehen? Wie viel größer als die Hecke war sie? Ich beantwortete seinen Schwall von Fragen und dann verstummte er plötzlich, ging zum Telefon im Flur und rief irgendwo an. Die Schiebetür war geschlossen, so dass ich nicht sehr gut hören konnte, was er sagte. Meine Großmutter war sichtlich erschüttert. Nachdem er sein Telefonat beendet hatte, kam mein Großvater zurück. Du bleibst heute Nacht hier. Nein, wir können dich heute Abend auf keinen Fall zurückkehren lassen, sagte er. Habe ich vielleicht etwas Schlimmes getan, fragte ich mich. Aber mir fiel nichts ein. Es ist ja nicht so, dass ich diese Frau aufgesucht hätte. Sie ist mir einfach erschienen. Dann sagte mein Großvater: Großmutter, ich überlasse ihn jetzt dir. Ich werde Kasan abholen. Und fuhr mit seinem Wagen davon. Ängstlich fragte ich meine Großmutter danach und sie sagte mit zitternder Stimme: Es scheint, dass du von Hasaku-sama besessen bist. Dein Großvater wird etwas dagegen unternehmen. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Danach erzählte sie mir es Stück für Stück, bis mein Großvater zurückkam. In dieser Gegend gab es etwas, das Hasaku-sama genannt wurde. Hasaku-sama nahm die Gestalt einer großen Frau an. Wie ihr Name schon sagt, war sie etwa 8 Saku, also Fuß groß, und hatte ein seltsames männliches Lachen, das wie Po-Po-Po-Po-Po klang. Je nach Person konnte sie als junge Frau in einem Trauerkleid, als alte Dame in einem formellen Kimono oder sogar als Frau mittleren Alters in Bauernkleidung erscheinen. Auch wenn ihr Aussehen immer anders war, so hatte sie doch immer etwas gemeinsam. Ihre unglaubliche Größe. Die Tatsache, dass sie immer etwas auf dem Kopf trug. Und ihr seltsames Lachen. In der Vergangenheit gab es Gerüchte, dass sie eine besessene Reisende sei. Aber niemand wusste es mit Sicherheit. Sie wurde in diesem Gebiet durch Jizu-Statuen versiegelt, sodass sie es nicht verlassen kann. Wenn man von Hasaku-sama besessen ist, wird man innerhalb weniger Tage getötet. Das letzte Mal, dass Hasaku-sama jemanden erwischt hat, ist 15 Jahre her. Ich habe das erst im Nachhinein erfahren, aber der Grund, warum sie von den Jizu-Statuen eingeschlossen wurde, war, dass Hasaku-sama das Dorf nur über bestimmte Wege verlassen konnte. Niemand weiß warum. Und deshalb wurden die Jizu-Statuen an diesen bestimmten Wegen aufgestellt. Sie sollten sie daran hindern, das Dorf zu verlassen. Aber anscheinend wurden sie an 4 Stellen aufgestellt. An den Grenzen des Ostens und Westens, sowie des Nordens und Südens. Warum sie überhaupt versuchten, Hasaku-sama dort gefangen zu halten, war eine Abmachung mit den umliegenden Dörfern, die ihnen zum Beispiel Vorrang bei den Wasserrechten und Ähnlichem einräumten.
Hasaku-sama tauchte nur alle 10 Jahre oder so auf, sodass die Leute, die in der Vergangenheit dort lebten, dies als vorteilhaft empfanden. Selbst wenn ich das alles hörte, konnte es nicht wahr sein, dachte ich. Kurz darauf kam mein Großvater mit einer alten Frau im Schlepptau zurück. Na? Da hast du dir einen schönen Schlamassel eingebrockt. Hier, nimm das, sagte die alte Frau und reichte mir einen Talisman. Dann ging sie mit meinem Großvater nach oben, um etwas zu erledigen. Meine Großmutter blieb mit mir zurück. Selbst als ich auf die Toilette ging, folgte sie mir und ließ mich die ganze Zeit die Tür nicht schließen. Zum ersten Mal, seit ich dort war, begann ich zu denken, vielleicht ist das wirklich gefährlich. Kurze Zeit später rief man mich in den 2. Stock und steckte mich in ein Zimmer. Die Fenster waren vollständig mit Zeitungspapier und Talismanen bedeckt und in allen 4 Ecken standen Salzstapel. Es gab eine kleine Holzkiste, nichts, was man wirklich als Altar oder so bezeichnen könnte, und darauf stand eine kleine Buddha-Statue. Ich weiß nicht, woher sie kamen, aber es waren auch 2 Steckbetten vorbereitet. In die sollte ich mich legen? Die Sonne geht gleich unter. Hör zu, du darfst dieses Zimmer bis morgen früh nicht verlassen. Weder ich noch deine Großmutter werden dich rufen oder versuchen, mit dir zu sprechen, verstanden? Du darfst dieses Zimmer unter keinen Umständen vor morgen früh 7 Uhr verlassen. Um 7 Uhr morgens kannst du alleine rauskommen. Ich werde deine Eltern anrufen und ihnen Bescheid geben, sagte mein Großvater mit einem ernsten Gesichtsausdruck. Ich konnte nur stumm nicken und zustimmen. Du musst genau das tun, was ich dir gesagt habe. Behalte auch den Talisman in deiner Nähe. Wenn irgendetwas passiert, geh und bete vor dem Buddha, sagte Kasan. Sie sagten, es sei in Ordnung, fernzusehen. Also schaltete ich den Fernseher ein, aber meine Gedanken schweiften ab und ich konnte mich nicht konzentrieren. Da ich im Zimmer eingesperrt war, hatte ich keine Lust, das Onigiri oder die Snacks zu essen, die meine Großmutter für mich gemacht hatte. Also legte ich mich einfach hin und lag da, zitternd. Irgendwann schlief ich ein, aber als ich aufwachte, lief irgendein Spätprogramm im Fernsehen. Und als ich auf die Uhr sah, war es schon nach 1 Uhr morgens. Zu dieser Zeit hatte ich noch kein Handy. Was für eine schreckliche Zeit, um aufzuwachen, dachte ich, als ich etwas gegen das Fensterglas klopfen hörte. Es war nicht wie ein kleiner Stein, der dagegen schlägt, sondern eher wie ein Finger, der über die Oberfläche pocht. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob der Wind so ein Geräusch machen konnte oder ob es wirklich ein Mensch war, der an die Scheibe klopfte. Und so versuchte ich mit aller Kraft zu glauben, dass es wirklich nur der Wind war. Dann hörte ich die Stimme meines Großvaters. Hey, geht es dir gut? Streng dich nicht zu sehr an, wenn du Angst hast, okay? Ohne nachzudenken ging ich zur Tür, aber dann erinnerte ich mich daran, was mein Großvater zu mir gesagt hatte. Was ist los? Du kannst rauskommen, wenn du willst. Die Stimme klang genau wie mein Großvater, aber er war es nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich wusste es einfach. Und als mir das klar wurde, bekam ich eine Gänsehaut. Ich sah zu dem Salzhaufen in der Ecke hinüber und die Spitze war schwarz geworden. Ich rannte mit voller Geschwindigkeit zum Buddha und setzte mich davor. Ich ergriff den Talisman und begann zu beten, so gut ich konnte. Bitte helft mir. Und dann. Pop, 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 pop,
Ich hörte die Stimme und etwas begann an das Fenster zu klopfen. Ich wusste, dass sie nicht so groß war, aber ich konnte nicht aufhören, sie mir vorzustellen, wie sie von unten nach oben griff und an das Fenster klopfte. Ich konnte nichts anderes tun, als weiter vor dem Buddha zu beten. Die Nacht fühlte sich unglaublich lang an, aber schließlich kam der Morgen und irgendwann begann der Fernseher, der angelassen worden war, die Morgennachrichten zu spielen. Die Uhrzeit in der Ecke des Bildschirms zeigte 7.13 Uhr an. Ich hatte es gar nicht bemerkt, aber sowohl das Klopfen an der Scheibe als auch die Stimme waren verstummt. Anscheinend war ich entweder eingeschlafen oder hatte das Bewusstsein verloren. Der Salzhaufen hatte sich noch mehr geschwärzt. Vorsichtshalber schaute ich auf meine Uhr, die ungefähr dieselbe Zeit anzeigte. Also öffnete ich nervös die Tür und meine Großmutter und Kasan standen da und sahen besorgt aus. Meine Großmutter weinte. Ich bin so froh, ich bin so froh. Als ich die Treppe hinunterging, war auch mein Vater da. Mein Großvater erschien von draußen und sagte, ich solle mich beeilen und ins Auto steigen. Ich weiß nicht, woher der kam, aber als ich in den Garten ging, stand dort ein Minivan. Es standen auch mehrere Männer im Garten. In den Van passten 9 Leute. Ich wurde auf den mittleren Sitz gesetzt. Kasan saß auf dem Beifahrersitz und der Rest der Männer im Garten stieg ein und umringte mich. Wir waren insgesamt zu 9. Ich war von allen Seiten umzingelt. Es ist schrecklich, nicht wahr? Du wirst wahrscheinlich neugierig sein, aber ich möchte, dass du die Augen schließt und den Kopf unten hältst. Wir werden nichts sehen können, aber du vielleicht schon. Solange wir nicht sagen, dass es in Ordnung ist, hältst du die Augen geschlossen, sagte ein alter Mann in den 50ern zu mir, der rechts neben mir saß. Dann stieg mein Großvater in seinen Kleinlaster, um die Führung zu übernehmen, gefolgt von dem Van, in dem ich saß. Und mein Vater folgte in seinem Auto, als wir losfuhren. Die Autokolonne fuhr ziemlich langsam. Wahrscheinlich fuhren wir nicht einmal schneller als 20 km/h. Schon bald murmelte Kasan: Das ist der schwierige Teil. Und die Männer begannen, eine Art buddhistisches Gebet zu singen. Papa, Papa. Ich hörte wieder diese Stimme. Ich umklammerte den Talisman, den Kasan mir gegeben hatte, schloss die Augen und hielt meinen Kopf nach unten, wie mir gesagt worden war. Aber aus irgendeinem Grund öffnete ich die Augen ein wenig und schaute nach draußen. Ich sah ein weißes Kleid. Es bewegte sich neben dem Auto her. Sie folgte mit so langen Schritten. Ihr Kopf war außerhalb des Fensters, so dass ich ihn nicht sehen konnte. Aber sie fing an, ihren Kopf nach unten zu neigen, als ob sie versuchen würde, ins Innere des Wagens zu blicken. Unbewusst stieß ich einen Hä? Laut aus. Nicht hinsehen, sagte der Mann neben mir mit lauter Stimme. Panisch drückte ich meine Augen zu und umklammerte den Talisman noch fester. Es begann an der Scheibe zu klopfen. Die Leute im Auto um mich herum zuckten ebenfalls vor Angst zusammen. Obwohl sie sie nicht sehen und ihre Stimme nicht hören konnten, hörten sie das Geräusch am Fenster. Kasan begann noch intensiver zu beten. Schließlich, als ich dachte, die Stimme und die Geräusche hätten aufgehört, sagte Kasan: Wir sind entkommen. Die Männer um mich herum, die bis dahin ruhig geblieben waren, waren erleichtert und sagten: Gott sei Dank. Kurz darauf hielt der Wagen auf einem breiten Teil der Straße,
und ich stieg in das Auto meines Vaters. Während mein Vater und mein Großvater sich vor den anderen Männern verbeugten, kam Kasan zu mir und sagte: Zeig mir den Talisman. Ich hielt ihn immer noch unbewusst in der Hand, aber als ich ihn ansah, war er ganz schwarz geworden. Kasan sagte: Ich glaube, jetzt ist alles in Ordnung. Aber für alle Fälle solltest du ihn noch eine Weile behalten. Und gab mir einen neuen Talisman. Danach kehrte ich mit meinem Vater nach Hause zurück. Ein paar Tage später brachten mein Großvater und einer seiner Nachbarn mein Fahrrad hinterher. Offenbar wusste mein Vater auch von Hasaku-sama und erzählte mir von einem Freund aus seiner Kindheit, der von ihr besessen war und dann getötet wurde. Er wusste sogar von Leuten, die wegen ihr wegziehen und an anderen Orten leben mussten. Die Männer, die im Auto mitfuhren, waren alle irgendwie mit meinem Großvater verwandt, was bedeutete, dass sie auch alle sehr lose mit mir blutsverwandt waren. Natürlich waren mein Großvater, der vorne mitfuhr, und mein Vater, der hinten mitfuhr, ebenfalls blutsverwandt, so dass sie alle dazu bestimmt waren, Hasaku-sama zu verwirren. Die Brüder meines Vaters, meine Onkel, konnten nicht in einer einzigen Nacht kommen, also versammelten sie alle Blutsverwandten, die sie finden konnten, egal wie lose wir miteinander verwandt waren. Aber natürlich war es trotzdem unmöglich, so viele Männer so schnell zusammenzubringen. Und da sie es für viel sicherer hielten, tagsüber zu gehen als in der Nacht, wurde ich für die Nacht in diesem Zimmer eingesperrt. Im schlimmsten Fall waren offenbar sowohl mein Großvater als auch mein Vater bereit, sich für mich zu opfern. Wie ich oben erklärt habe, achte ich nun darauf, nicht mehr dorthin zurückzukehren. Nachdem ich zu Hause angekommen war, habe ich mit meinem Großvater telefoniert und ihn gefragt, ob er in dieser Nacht mit mir gesprochen habe. Aber er hat gesagt, dass er das nicht getan hat. Es war also wirklich so. Mir läuft ein Schauer über den Rücken, wenn ich wieder daran denke. Hasaku-sama hatte es auf Jugendliche abgesehen, die noch nicht volljährig waren, und auch auf Kinder. Wenn Jugendliche und Kinder sich extrem ängstlich fühlen und die Stimme von jemandem aus ihrer Familie hören, werden sie schnell unvorsichtig, denke ich. 10 Jahre vergingen, und gerade als ich im Begriff war, diese Ereignisse zu vergessen, geschah etwas Schreckliches. Eine der Jizu-Statuen, die Hasaku-sama im Dorf festhalten, ist zerbrochen. Es ist die an der Straße, die zu deinem Haus führt, sagte mir meine Großmutter am Telefon. Mein Großvater war 2 Jahre zuvor gestorben und natürlich konnte ich nicht an seiner Beerdigung teilnehmen. Selbst als mein Großvater das Bett nicht mehr verlassen konnte, sagte er, ich solle nicht kommen. Selbst jetzt, wo ich mir einrede, dass alles nur ein Aberglaube ist, mache ich mir immer mehr Sorgen. Wenn ich daran denke, diese Pop-Pop-Pop-Stimme wieder zu hören. Kandara. Während der Grund- und Mittelschulzeit lebte ich auf dem Lande und wusste nichts von der Welt. Ich war vor allem mit 2 Leuten gut befreundet, Sasuke und Daiki, und wir verbrachten unsere Tage mit Spielen und Herumalbern. Sowohl meine als auch Sasukes Familie ignorierte im Grunde, was wir taten, aber Daikis Mutter steckte ihre Nase immer in seine Angelegenheiten. Sie war sehr streng zu ihm, aber egal was sie sagte, sie tat es immer für ihn. Als wir in den Anfangszügen der Pubertät waren, gerieten Daiki und seine Mutter in einen heftigen Streit. Er sagte nicht, worum es ging, aber
Er sagte, dass er seine Mutter emotional verletzt hatte. Er bekam Angst und schlug sie, als sein Vater gerade zur Tür hereinkam. Dieser erkannte mit einem Blick, was los war, und ignorierte Daiki. Er ging zu Daikis Mutter hinüber. Als er sah, wie sie betäubt auf den Boden starrte, ihre Augen glasig wie ein toter Fisch, ihre Kleidung und ihre Haare wirr, sprach er zu Daiki. »Wie viele Menschen willst du noch fertig machen? Sieh dir an, was für ein Mensch du geworden bist. Weißt du überhaupt, wie viel deine Mutter von dir hält?« Er sprach zu Daiki, ohne ihn anzusehen, und hielt seine Frau dabei fest. »Halt die Klappe! Willst du, dass ich dich umbringe? Hä?« Daiki hatte keine Lust mehr, ihm weiter zuzuhören. Aber sein Vater zeigte keine Reaktion auf das, was er sagte, und sprach gleichgültig weiter. »Du denkst, da draußen gibt es nichts, was dir Angst machen könnte, ne?« »Kaum. Wenn es etwas gibt, warum zeigst du es mir da nicht?« Sein Vater schwieg einen Moment lang, bevor er wieder sprach. »Du bist mein Sohn. Ich weiß, wie sehr sich deine Mutter Sorgen um dich macht. Wenn du es nicht lassen kannst, sie immer wieder so zusammenzufalten, dann habe ich eine Idee. Nicht als dein Vater, sondern als Mensch. Von Mann zu Mann. Die Tatsache, dass ich dir diese Geschichte erzähle, beweist, dass ich mich damit abgefunden habe, dass du sterben könntest. Also setz dich hin und hör zu. Es sei denn, du entscheidest dich doch zu kneifen.« Hinter diesen Worten steckte eine unglaubliche Energie, aber Daiki wühlte seinen Vater noch mehr auf. »Na los, erzähl schon!« »Du kennst doch das Gebiet im Wald, das man nicht betreten darf, oder? Geh dort hinein und dann immer weiter, bis ganz nach hinten. Du wirst schon merken, wenn du richtig bist. Versuche, dort ähnlich auszurasten, wie du es hier getan hast, und schau, was passiert. Das heißt, wenn du es dann noch kannst.« Der Wald, von dem er sprach, lag am Fuße eines kleinen Berges in der Nähe unseres Hauses. Er war wie ein Meer aus Bäumen. Es war erlaubt, auf den Berg zu gehen, und der Wald selbst war auch ganz normal. Aber es gab einen Bereich im Inneren, der als verboten gekennzeichnet war. Wenn man ein Quadrat auf ein Blatt Papier zeichnete und innerhalb dieses Quadrats einen kleinen Kreis zog, war das der verbotene Bereich. Es war von einem 2 Meter hohen Zaun umgeben, und an dem Zaun befanden sich ein dickes Seil und Stacheldraht rundherum. Dieser war mit weißem Papier im Zickzack geschnitten, umwickelt, und unzählige Glocken in allen Größen hingen daran. Teile des Zauns variierten auch in der Höhe. Egal wie man es betrachtete, alles daran war irgendwie absurd. An besonderen Tagen versammelte sich eine Schar von Schreinmädchen am Eingang des Waldes. Das gesamte Gebiet war dann allerdings gesperrt, und was sie dort taten, blieb ein Rätsel. Es gab viele Gerüchte, aber das größte davon war, dass sie dort Sektenmitglieder einer Gehirnwäsche unterzogen. Außerdem war es zu mühsam, in das abgesperrte Gebiet zu gelangen, weshalb wir selten davon sprachen, so weit hineinzugehen. Daikis Vater wartete nicht auf dessen Antwort. Er nahm seine Mutter mit nach oben. Daiki verließ das Haus und traf sich mit Sasuke und mit mir, wie vorher vereinbart. Dann erzählte er uns, was passiert war. »Das muss eine ziemlich große Sache sein, dass dein Vater das alles sagt«, sagte Sasuke, worauf ich entgegnete. »Wenn man den Gerüchten Glauben schenken mag, ist das der geheime Unterschlupf einer Sekte. Wenn die dich erwischen, werden sie dich wahrscheinlich einer Gehirnwäsche unterziehen. An deiner Stelle würde ich die Finger von der ganzen Sache lassen. Was hast du jetzt vor? Willst du dem etwa wirklich nachgehen?« »Natürlich werde ich gehen. Mein Vater hat nur Scheiße im Kopf.« Halb im Scherz stimmten Sasuke und ich zu, ihn zu begleiten, und wir drei beschlossen, in den Wald zu gehen. Wir sammelten verschiedene Werkzeuge ein und kamen gegen 1 Uhr nachts dort an. Wir waren gut gelaunt und mit Fackeln in den Händen betraten wir den Wald. Der Weg war leicht genug, um ihn in einfacher Kleidung zu bewältigen, also trugen wir unsere Sandalen, um bequem gehen zu können. Allerdings mussten wir 40 Minuten laufen, um das Sperrgebiet zu erreichen. Doch nicht einmal 5 Minuten nach Betreten des Waldes
geschah etwas Seltsames. Bereits nach wenigen Schritten hörten wir etwas in der Ferne. Die Stille der Nacht verstärkte das Geräusch noch mehr. Daiki war der Erste, der es bemerkte. »Hey, habt ihr das gehört?« Wir lauschten genauer auf seine Worte und hörten ganz eindeutig etwas. Es klang wie das Rascheln von trockenen Blättern, die gezogen wurden, und wie das Knacken von Zweigen. Es war ganz schwach, irgendwo in der Ferne. Aber weil es so weit weg war, machte ich mir keine Sorgen. Das Erste, was mir einfiel, war, dass es wahrscheinlich ein Tier und kein Mensch war, und wir gingen einfach weiter. Aber dann, etwa 20 Minuten später, bemerkte Daiki wieder etwas, und Sasuke und ich blieben beide stehen. »Sasuke, geh mal ein Stück vorwärts.« »Warum?« »Tu es einfach.« Mit einem verwirrten Gesichtsausdruck ging Sasuke vorwärts und kehrte dann zurück. Daiki beobachtete ihn nachdenklich. »Was ist los?« sagte Sasuke. »Nun sag schon«, fügte ich hinzu. »Haltet die Klappe und hört ganz genau zu.« Er ging vorwärts und dann wieder zurück, genau wie er Sasuke angewiesen hatte. Zwei oder drei Versuche später verstand ich endlich warum. Das Geräusch in der Ferne war mit unseren Bewegungen synchronisiert. Wenn wir anfingen zu gehen, fing es auch an zu gehen. Wenn wir stehen blieben, blieb es auch stehen. Es war, als ob es genau wusste, was wir taten. Eiskalt lief es mir den Rücken herunter. Es gab kein Licht um uns herum, nur unsere Fackeln im unmittelbaren Umkreis. Der Mond war zwar da, aber sein Licht drang nicht durch die Bäume. Durch unsere Fackeln erschien es nicht verwunderlich, dass das, was dort noch im Wald sein mochte, wusste, wo wir waren. Dennoch war es so dunkel, dass wir die Augen zusammenkneifen mussten, um einander zu sehen. Was taten die da draußen in der Dunkelheit, ohne Licht? Warum bewegten sie sich zur gleichen Zeit wie wir? Hört auf mit dem Quatsch! Wer ist da draußen? Es fühlt sich nicht so an, als ob sie näher kämen. Sie haben die ganze Zeit über den gleichen Abstand gehalten. Wie Sasuke sagte, hatte sich die Entfernung des Geräuschs kein bisschen verändert, seit wir vor 20 Minuten den Wald betreten hatten. Es kam weder näher noch entfernte es sich. Es hatte von Anfang an den gleichen Abstand gehalten. »Vielleicht beobachten sie uns«, sagte ich. Sasuke setzte hinzu. »Sieht so aus. Wenn es wirklich eine Sekte ist, könnten sie irgendwelche speziellen Geräte zur Hilfe nehmen«, sagte Sasuke. Dem Geräusch nach zu urteilen, waren es nicht mehrere Personen, sondern nur eine einzige, die uns verfolgte. Nachdem wir innegehalten und nachgedacht hatten, beschlossen wir, dass es zu gefährlich war, dort draußen nach demjenigen zu suchen, der es war. Wir würden unseren Weg fortsetzen, aber wachsamer auf die Umgebung achten. Und so gingen wir weiter, während uns das Geräusch verfolgte. Doch als der Zaun in Sichtweite kam, trat es in den Hintergrund. Denn der Zaun war sogar noch etwas seltsamer als das Geräusch. Es war das erste Mal, dass wir drei es gesehen hatten, und es war noch ungewöhnlicher, als ich es mir vorgestellt hatte. Dann kam mir etwas in den Sinn, woran ich vorher nicht gedacht hatte. Wir gehörten zu der Sorte von Leuten, die nicht an Geister oder so etwas glaubten, aber die Hinweise, die der Zaun auf das gab, was dahinter lag, ließen auf etwas schließen, das nicht von dieser Welt war. Etwas ganz und gar Gefährliches. So gefährlich konnte dieser Ort doch gar nicht sein, oder? Zum ersten Mal, seit wir den Wald betreten hatten, hatte ich wirklich das Gefühl, dass es ein Fehler war, hierher zu kommen. Sasuke sagte, »Hey, willst du das Teil wirklich runterreißen und reingehen? Egal, wie man es betrachtet, das ist nicht richtig, Alter.« »Halt die Klappe, du Weichei!« Sasuke und ich schwankten beim Anblick des seltsamen Zauns, aber Daiki war stinksauer. Er holte das Werkzeug, das wir mitgebracht hatten,
und begann den Zaun niederzureißen. Doch nicht das Geräusch der Zerstörung selbst, sondern der Klang der unzähligen läutenden Glocken war schrecklich. Aber wir hatten die Stärke des Zauns unterschätzt und unsere Werkzeuge reichten nicht aus. Ich meine, der Zaun war unnatürlich stabil, als wäre er aus einem besonderen Material gefertigt. Er hat keinen Zentimeter nachgegeben. Am Ende blieb uns nichts anderes übrig, als darüber zu klettern. Aber dank der Seile war das ziemlich einfach. Sobald wir über den Zaun geklettert waren, verspürte ich ein starkes Unbehagen. Es war, als wäre ich eingesperrt oder in einem Käfig gefangen. Das Atmen fiel mir schwer. Sasuke und Daiki schienen das Gleiche zu empfinden und zögerten, vorwärts zu gehen. Aber wir waren über den Zaun geklettert, also war das alles, was wir tun konnten. Sobald wir vorwärts gingen, bemerkten wir drei sofort dasselbe. Das Geräusch, das uns verfolgte, war völlig verschwunden. Aber um ehrlich zu sein, war das die geringste meiner Sorgen. Ich bekam eine Gänsehaut und sie wurde noch größer, als Sasuke zu sprechen begann. Vielleicht glaubt ihr, das Ding war die ganze Zeit hier drin? Egal wie man es betrachtet, dieser Zaun hat keinen Ein- oder Ausgang. Deshalb konnte es sich uns nicht nähern. Komm mal klar. Man kann von hier aus nicht einmal den Bereich sehen, aus dem wir das Geräusch zuerst wahrgenommen haben. Wenn man rational darüber nachdachte, war es richtig, was Daiki sagte. Zwischen der Sperrzone und dem Beginn des Waldes lag eine beträchtliche Entfernung. Ich habe gesagt, dass wir ungefähr 40 Minuten gebraucht haben, aber es ist nicht so, dass wir getrödelt hätten. Es war einfach ziemlich weit weg. Aber ich habe den Fehler gemacht, zu denken, dass es sich nicht um etwas Reales handeln könnte. Und ich konnte nicht zustimmen, was Sasuke sagte. Von dem Moment an, als wir den Zaun sahen, fühlte sich dieser Ort gefährlich an. Daiki war der Einzige, der sich mutig zeigte. Ich weiß nicht, ob es ein Geist ist oder nicht, aber wenn das, was du sagst, wahr ist, bedeutet das, dass das, was auch immer es ist, diesen eingezäunten Bereich nicht verlassen kann, oder? Wenn ja, dann ist es nichts, womit wir nicht fertig werden können. Dann ging er weiter. Ungefähr 2 oder 3 Minuten, nachdem wir über den Zaun gesprungen waren, kam die gegenüberliegende Seite vage in Sicht. Und wir sahen etwas Seltsames. In dem Moment, als wir es erblickten, verstummten wir. Vor allem Sasuke und ich ging der Stift. Das war mehr, als wir vertragen konnten. Wir waren Idioten. Wir wussten zwar, wofür Shimena war, das waren große Götterseile zur Abwehr des Bösen, verwendet werden und an welchen Orten sie eingesetzt werden. Aber trotzdem haben wir uns entschieden, das Sperrgebiet zu betreten. Und zwar für das, was direkt vor unseren Augen lag. Wir hatten endlich gefunden, wonach wir unwissentlich gesucht hatten. Das ist wahrscheinlich das, wovon dein Vater gesprochen hat, sagte ich. Das hier ist unmissverständlich. Sieh es dir an. Es ist eindeutig gefährlich, sagte Sasuke. Aber Daiki blies nur seine Brust auf. Er weigerte sich, einen Rückzieher zu machen. Es muss nicht unbedingt böse sein. Lasst uns gehen und einen Blick auf die Kiste werfen. Da könnten Wertsachen drin sein. Daiki ging durch das Shimena-Wa und betrat das Sechseck, das es bildete. Er näherte sich der Kiste darin. Wir machten uns mehr Sorgen darüber, was Daiki tun würde, als darüber, was in der Kiste war. Aber wir folgten ihm schließlich trotzdem. Vielleicht lag es an dem schlechten Wetter und dem Regen, aber die Kiste war mit Rost überzogen. Oben war ein halbmaschiger Deckel, sodass wir hineinsehen konnten. Aber unter dem Deckel befand sich ein Brett, sodass wir letztendlich nichts anderes sehen konnten. Und nicht nur das. Die Kiste war mit erstaunlichen Kreidemarkierungen bedeckt. Es sah aus wie ein Familienwappen oder sowas. Aber die ganze Kiste war auf jeder Seite mit Wappen bedeckt. Jedes einzelne davon war anders. Kein einziges wiederholte sich. Sasuke und ich wollten die Kiste nicht anfassen, aber Daiki versuchte, sie vorsichtig anzuheben,
um sie näher unter die Lupe nehmen zu können. Sie schien jedoch am Boden festzukleben, und obwohl sie nicht schwer aussah, scheiterte er. Er untersuchte jede Ecke und suchte nach einer Möglichkeit hineinzuschauen, als er einen Teil auf der Rückseite bemerkte, das aussah, als sei es abgefallen. »Hey, dieses Teil hier kann man abnehmen. Wir können hineinsehen.« Er entfernte eine Seite der Kiste, und wir beide stellten uns hinter ihn, um hineinzuschauen. In jeder Ecke standen vier Vasen, die mit irgendeiner Flüssigkeit gefüllt waren. In der Mitte befanden sich einige seltsam geformte Stäbchen mit roter Spitze, jeder etwa 5 Zentimeter lang. Es waren 6, die so geformt waren. Die Enden, die sich berührten, waren rot angemalt. »Was zum Teufel ist das? Zahnstocher? Hey, da ist etwas in diesen Flaschen. Ekelhaft!« »Wir sind den ganzen Weg wegen Zahnstochern und Flaschen gekommen. Was soll der Scheiß?« Saske und ich streckten die Hände aus, um die Vasen in Form von Flaschen anzufassen. Aber Daiki schnappte sich zuerst eine und schnupperte daran. Er stellte sie zurück und wollte die Zahnstocher anfassen. Aber sie blieben an ihm haften und brachen schließlich auf seltsame Weise auseinander. Und dann... Ding dong, ding dong. Die Glocken auf der anderen Seite des Sechsecks, gegenüber der Stelle, an der wir hereingekommen waren, begannen wie wild zu läuten. Wir schrien erschrocken auf und sahen uns an. »Wer zum Teufel ist das? Hört auf mit dem Blödsinn!« Daiki rannte auf die andere Seite des Zauns. »Hey, bleib hier!« rief ich. »Daiki, das ist gefährlich!« fügte Sasuke hinzu. Geistesgegenwärtig wollte ich ihm hinterherlaufen, aber plötzlich blieb er mit der Fackel vor sich stehen und er starrte. »Komm schon, Alter, wir müssen jetzt zusammenhalten. Mach keinen Scheiß!« Erleichtert gingen Sasuke und ich auf ihn zu, doch dann sahen wir, dass er am ganzen Körper zitterte. »Hey, was ist los?« sagte ich und schaute unwillkürlich auf das, worauf er mit seiner Fackel leuchtete. Er leuchtete auf den unteren Teil eines einzelnen Baumes in der Mitte einer großen Reihe von Bäumen. Im Schatten erblickten wir das Gesicht einer Frau. Auf einmal hob sie ihren Kopf und schaute uns an, völlig unbeeindruckt von dem hellen Licht. Sie öffnete weit ihren Mund und zeigte uns ihre Zähne, während ihre Augen auf uns gerichtet blieben. Jemand schrie, ich weiß nicht wer, und gleichzeitig drehten wir uns um und rannten zurück. Mein Verstand setzte aus, aber mein Körper tat sein Bestes, um den richtigen Weg zu wählen. Wir hatten nicht einmal Zeit, uns gegenseitig anzusehen. Jeder von uns rannte so schnell er konnte zurück zum Zaun. Sobald wir den Zaun sahen, sprangen und kletterten wir über ihn, schlugen auf den Boden auf und wollten schon lossprinten. Dann bemerkten wir aber, dass Sasuke vielleicht in seiner Angst und Verwirrung stecken geblieben war und es nicht über den Zaun schaffte. »Sasuke, komm schon!« »Hey, beeil dich!« Keiner von uns wusste, was zu tun war, während wir auf ihn warteten. »Was zum Teufel war das? Was zum Teufel?« »Ich weiß es nicht. Halt die Klappe!« Wir waren in einen Zustand völliger Panik geraten. Und dann... Ding, dong, ding, dong. Der schreckliche Klang unzähliger Glocken ertönte wieder. Und der Zaun bebte. Woher kam das? Wir sahen uns verwirrt um. Es kam vom Berg, aus der entgegengesetzten Richtung vom Eingang des Waldes. Aber wir konnten nicht erkennen, ob es näher kam oder ob der Zaun nur stärker bebte. Scheiße, Alter. Komm schon, beeil dich, verdammt. Ich ahnte, dass unsere Worte Sasuke nur noch mehr unter Druck setzten, aber wir mussten uns beeilen. Sasuke war völlig darin vertieft, über den Zaun zu kommen. Gerade als er die Spitze des Zauns erreicht hatte, waren unsere Augen ganz woanders. Mein Körper zitterte und ich war schweißgebadet. Ich konnte nicht sprechen,
Wir waren jedoch nicht die Einzigen, die es bemerkten. Sasuke drehte sich um, zu sehen, was wir sahen. Das Ding folgte dem Zaun, der sich in Richtung der Berge erstreckte, und klammerte sich auf dieser Seite an ihn. Was wir einfach für ein Gesicht hielten, hatte in Wirklichkeit einen nackten Oberkörper mit drei Armen auf jeder Seite. Mit diesen Armen kletterte es geschickt über das Seil und den Stacheldraht, das Maul weit geöffnet, wie eine Spinne, die sich anmutig entlang ihres Netzes bewegt. Es kam direkt auf uns zu. Unglaubliche Angst ergriff meine Seele. Ah! Sasuke sprang plötzlich über den Zaun und landete auf Daiki und mir. Erstaunt über den Anblick, der sich uns bot, halfen wir Sasuke auf die Beine und rannten los. Wir konnten nicht mehr umkehren. Ich konzentrierte mich auf das, was vor uns lag, und rannte so schnell ich konnte. Wenn wir unser Tempo beibehielten, sollte es nicht länger als 20 Minuten dauern, bis wir den Wald verlassen hatten. Aber es kam mir vor, als wären wir stundenlang gelaufen. Als der Waldrand in Sicht kam, war auch der Schatten mehrerer Menschen zu sehen. Das gibt's doch nicht. Wir drei blieben stehen und versuchten nach Luft zu schnappen, zu sehen, wer es war. Ich konnte es nicht genauer erkennen, aber es waren mehrere Leute dort versammelt. Aber es war nicht dieses Ding. Sobald wir uns vergewissert hatten, rannten wir wieder los und stürzten uns in die Gruppe. Hey, Sie sind raus! Das gibt's doch nicht! Sind die wirklich durch den Zaun gegangen? Hey, beeil dich und informiere deine Frau! Die Gruppe stürmte auf uns zu und machte viel Lärm. Ich konnte nicht verstehen, was sie zu uns sagten. Mein Verstand und der meiner Freunde war einfach leer. Wir wurden in ein Auto gesetzt und trotz der Tatsache, dass es 3 Uhr morgens war, zu einem Versammlungssaal gebracht, der sonst für verschiedene Veranstaltungen genutzt wurde. Als wir dort ankamen, waren meine Mutter und meine ältere Schwester da, ebenso wie der Vater von Sasuke und die Mutter von Daiki. Die Mutter von Daiki sagte kein Wort und auch meine eigene weinte. Sasuke sagte, er habe seinen Vater auch noch nie mit so einem Gesichtsausdruck gesehen. »Ihr seid alle in Sicherheit. Gott sei Dank«, sagte Daikis Mutter. Ganz im Gegensatz zu ihr gab mir meine Mutter einen Klaps, aber sie sprach auch die wärmsten Worte, die ich je aus ihrem Mund gehört hatte. Nachdem wir einige Zeit mit unseren Familien verbracht hatten, begann Daikis Mutter zu sprechen. »Es tut mir schrecklich leid. Sowohl mein Mann als auch ich selbst übernehmen die Verantwortung für den Vorfall von heute Abend. Es tut mir furchtbar, furchtbar leid. Es gibt keine Worte.« Sie ließ den Kopf hängen, wieder und wieder. Als ich sah, wie sie sich so verhält, fühlte ich mich schlecht. Der Vater von Sasuke sagte, »Ist schon in Ordnung. Jetzt sind ja alle in Sicherheit.« »Ja, das stimmt. Es ist nicht deine Schuld«, sagte meine Mutter. Danach sprachen hauptsächlich die Erwachsenen miteinander und wir standen wie versteinert da. Als klar war, dass es allen soweit gut ging, gingen wir ohne weitere Erklärungen nach Hause. Am nächsten Tag wurde ich um die Mittagszeit von meiner Schwester geweckt. Als ich die Augen öffnete, konnte ich sehen, dass sie das Gespräch vom Vorabend fortsetzen wollte. »Was gibt's?« »Die Mutter von Daiki ist am Telefon. Es ist etwas Schreckliches passiert«, sagte sie. Ich nahm den Hörer und Daikis Mutter schrie mich in einem bedrohlichen Ton an. Daiki verhält sich seltsam. Was habt ihr da gestern Abend gemacht? Ihr seid doch nicht einfach über den Zaun geklettert, oder?« Es sah nicht so aus, als könnte ich zu ihr durchdringen, also legte ich auf und machte mich auf den Weg zu Daikis Haus. Sasuke, der denselben Anruf erhalten hatte, war ebenfalls dort und wir erfuhren direkt von Daikis Mutter, was los war. Nach Angaben seiner Mutter begann Daiki, nachdem er am Vorabend nach Hause gekommen war, über Schmerzen in Armen und Beinen zu klagen. Unabhängig davon, ob er sie wegen der Schmerzen nicht bewegen konnte oder nicht, fiel er plötzlich um, steif wie ein Brett. Er blieb so liegen,
krümmte sich und klagte weiter über Schmerzen. Seine Mutter wusste nicht, was sie tun sollte. Er jammerte einfach weiter. Sie schleppte ihn in sein Zimmer, aber er wollte nicht aufhören. Und so rief sie schließlich uns an. Nachdem wir zugehört hatten, gingen wir direkt in Daikis Zimmer. Schon oben auf der Treppe konnten wir ihn schreien hören. Es tut so weh. Es tut so weh, schrie er immer wieder. Als wir sein Zimmer betraten, lag er genauso da, wie seine Mutter gesagt hatte. Arme und Beine ausgestreckt, sich vor Schmerzen windend. Hey, sagte ich. Was ist denn los? Beruhige dich, sagte Sasuke. Was ist mit dir? Wir gingen auf ihn zu, aber er schrie weiter vor Schmerzen und sah uns nicht in die Augen. Was war da los? Weder Sasuke noch ich hatten eine Ahnung. Wir kehrten zu seiner Mutter zurück, aber ihr Tonfall änderte sich. Und sie sprach ganz leise. Sagt mir, was ihr da drinnen gemacht habt. Dann kann ich verstehen, was hier los ist. Was habt ihr letzte Nacht dort gemacht? Natürlich wusste ich, was sie hören wollte, aber es war zu schmerzhaft, sich an das, was wir gesehen hatten, zu erinnern. Deshalb konnte ich es nicht wirklich gut erklären. Aber was wir gesehen hatten, nahm im Grunde den größten Teil meiner Wahrnehmung ein, weshalb ich wohl ausließ, was die Ursache für Daikis Schmerzen sein könnte. Aber sie blieb hartnäckig. Sie wollte nicht wissen, was wir dort gesehen, sondern was wir getan hatten. Wir kramten in unseren Erinnerungen an die Nacht und versuchten, die Quelle des Problems zu finden. Wenn es etwas war, das wir gesehen hatten, dann hatten wir das gleiche Problem wie Daiki. Aber was haben wir getan? Nun, wir haben im Grunde alle dasselbe getan. Ich meine, ich habe die Kiste auch angefasst und wir alle haben die Flaschen darin angefasst. Aber sonst waren es nur die Zahnstocher. Wir haben es beide zur gleichen Zeit gemerkt. Es waren diese Stäbchen, die Zahnstocher. Daiki hatte sie als einzige angefasst und damit die Form, in der sie waren, zerstört. Und nicht nur das, er hatte sie auch nicht wieder in dieselbe Position zurückgebracht. Wir sagten es Daikis Mutter. Ihr Gesichtsausdruck veränderte sich vor unseren Augen. Sie zitterte. Sie rannte sofort zu einem Regal in der Nähe und nahm einen Zettel aus der Schublade. Dann ging sie zum Telefon, um jemanden anzurufen. Kurze Zeit später kehrte sie zurück und mit zitternder Stimme begann sie zu uns zu sprechen. Es sieht so aus, als ob er euch so schnell wie möglich treffen möchte. Also möchte ich, dass ihr sofort nach Hause geht und euch vorbereitet. Ich werde eure Eltern anrufen und ihnen Bescheid geben. Ich denke, sie werden alles vorbereiten, auch ohne, dass ihr etwas sagen müsst. Ich möchte, dass ihr übermorgen wieder herkommt. Ich hatte absolut keine Ahnung, was sie damit sagen wollte. Wen sollten wir treffen und wo? Sie wich meinen Fragen aus und schickte uns schnell nach Hause. Vorerst gingen wir einfach nach Hause, aber als ich meine Eltern darauf ansprach, sagten sie nur, »Du musst dort auf jeden Fall hingehen.« Ohne zu wissen, was los war, fuhren Sasuke, Daikis Mutter und ich 2 Tage später zu diesem Ort, an den sie uns bringen wollte. Daiki war anscheinend schon am Vortag dort gewesen. Ich fragte mich, ob der Ort weit weg war, aber es stellte sich heraus, dass er nicht einmal in derselben Stadt lag, sondern in einer ganz anderen Präfektur. Wir fuhren mehrere Stunden mit dem Hochgeschwindigkeitszug und vom Bahnhof aus dann noch ein paar Stunden mit dem Auto. Sie brachte uns in ein Dorf tief in den Bergen, das aussah, als sei es direkt einem Gemälde entnommen. Wir wurden zu einem Herrenhaus geführt, das noch weiter hinter dem Dorf lag. Es war groß und alt, mit einem eigenen Keller und einem freistehenden Haus. Es war erstaunlich. Daikis Mutter betätigte die Türklingel und ein alter Mann und ein junges Mädchen kamen, um uns zu begrüßen. Der alte Mann trug einen schrecklich gemusterten Anzug
und sah irgendwie bieder aus. Das Mädchen war jünger als wir und trug weiße Kleidung mit roten Hakama-Hosen. Sie sah aus wie eine Schreinmagd. Es stellte sich heraus, dass der alte Mann ihr Onkel war. Er stellte sich mit einem ganz gewöhnlichen Namen vor. Das Schreinmädchen hingegen stellte sich als Aoi Kanjo vor. Zumindest habe ich das verstanden. Ein Name, den ich noch nie in meinem Leben gehört hatte. Auch wenn sie sich normal vorstellte, schien sie irgendwie ganz woanders herzukommen. Ich konnte weder ihre familiäre Abstammung noch irgendetwas anderes erkennen. Wir wussten nichts über das Haus und auch nichts über das Mädchen, aber ich werde sie hier einfach Aoi nennen. Wir wurden in einen großen Tatami-Raum geführt und als die Stimmung ernst wurde, begannen sie zu reden. Ihr Onkel sprach: Ihr Sohn ruht sich gerade aus. Waren diese Jungs damals bei ihm? Daikis Mutter antwortete: Ja, die drei waren zusammen dort. Ist das so? Jungs, würdet ihr uns bitte erzählen, was passiert ist? Wo genau seid ihr hingegangen? Was habt ihr gemacht? Was habt ihr gesehen? Bitte, seid so detailgetreu wie möglich. Ich war verblüfft, dass sie gleich zur Sache kamen. Aber wir erzählten ihm, was passiert war, und zwar so detailgetreu, wie wir konnten. Als wir dann die Zahnstocher erwähnten, unterbrach er uns mit einer drohenden Stimme. Was habt ihr da gerade gesagt? Die Situation verwirrte uns immer mehr. Es tut mir leid, sagte Sasuke. Ihr wollt mir doch nicht sagen, dass ihr kleinen Scheißer die Dinger bewegt habt, oder? Er erhob seine Stimme und beugte sich vor, als ob er Sasuke jeden Moment packen könnte. Aoi hielt ihn zurück. Sie begann mit leiser Stimme zu sprechen, als würde eine Mücke weinen. In der Kiste sollten kleine Stäbchen sein, die in einer bestimmten Form angeordnet sind. Habt ihr sie berührt? Und wenn ja, habt ihr deren Form in irgendeiner Weise verändert? Ja, das haben wir. Ich glaube, die Form wurde aufgebrochen. Wer hat die Form verändert? Erinnerst du dich? Nicht, wer sie berührt hat, sondern wer die Form verändert hat. Sasuke und ich sahen uns an und sagten ihr, dass es Daiki war. Der alte Mann lehnte sich zurück und seufzte. Er wandte sich an Daikis Mutter. Es tut mir furchtbar leid, aber im Moment können wir wohl nichts mehr für ihren Sohn tun. Ich hatte die näheren Einzelheiten nicht gehört und nach seinen Symptomen zu urteilen, dachte ich, es könnte sich um etwas anderes handeln. Ich habe nicht einmal daran gedacht, dass er es bewegt haben könnte. Das kann nicht sein, sagte Daikis Mutter. Obwohl sie so aussah, als wollte sie noch mehr sagen, schluckte sie ihre Worte herunter und ließ den Kopf hängen. Mir ging es ganz ähnlich. Was genau meinte er damit? Dass man jetzt nichts mehr für Daiki tun konnte? Wovon in aller Welt sprachen sie? Wir gingen zu dritt zu Daiki und der alte Mann wandte zwischen einigen Seufzern seine Worte an uns. Schließlich erzählte er uns alles über das Ding, das wir gesehen hatten. Sein allgemeiner Name war Naridara, obwohl er früher Kankandara genannt wurde. Der Name änderte sich je nach Alter und Abstammung der Menschen, die ihn kannten. Gegenwärtig war es meist nur als Dara bekannt und insbesondere die Familie des alten Mannes nannte es Kankandara. Die Geschichte, die er uns erzählte, war wie ein Mythos oder eine Legende aus der Folklore. Die Bewohner eines bestimmten Dorfes
wurden von einer ziemlich großen Schlange geplagt, die sie nach und nach auffraß. Sie gingen zum Haus der Familie eines bestimmten Schreinmädchens, das seit Generationen von den Göttern mit Macht ausgestattet war, und baten sie um Hilfe bei ihrem Problem. Die Familie willigte ein und wählte ein besonders starkes Schreinmädchen aus. Diese machte sich auf den Weg, um die Schlange zu bezwingen. Die Dorfbewohner beobachteten die Schreinmagd aus dem Schatten heraus, während diese ernsthaft ihr Leben riskierte, um sich der Schlange zu stellen. Doch im Handumdrehen griff die Schlange an und verschlang die untere Hälfte ihres Körpers. Dennoch versuchte das Schreinmädchen weiterhin, die Dorfbewohner zu beschützen und setzte alle Kräfte ein, die ihr zur Verfügung standen, um die Schlange zu bezwingen. Dennoch befürchteten die Dorfbewohner, dass das Schreinmädchen, dem nun die untere Hälfte ihres Körpers fehlte, keine Chance gegen die Schlange hatte. Stattdessen boten sie es der Schlange als Opfergabe an, im Gegenzug für die Sicherheit ihres Dorfes. Die Schlange, der das mächtige Schreinmädchen sehr unangenehm war, stimmte den Bedingungen zu. Um es leichter verschlingen zu können, schnitten die Dorfbewohner die Arme des Schreinmädchens ab. Und die Schlange verzerrte diese, sodass es wie eine Daruma-Puppe ohne Gliedmaßen aussah. Danach herrschte für eine kurze Zeit Frieden unter den Dorfbewohnern. Erst später wurde der Plan, den sich die Familie des Schreinmädchens ausgedacht hatte, bekannt. Zu dieser Zeit gehörten 6 Personen zu ihrer Familie. Bald darauf wurde das Dorf von einer Katastrophe heimgesucht. Die Schlange ließ sich von einem Tag auf den anderen nicht mehr blicken, und obwohl sie niemand mehr bekämpfte, starben die Dorfbewohner einer nach dem anderen. Im Dorf, in den Bergen, im Wald. Die Leichen wurden alle ohne Beine und Arme gefunden. 18 Menschen starben, einschließlich der 6 aus der Familie des Schreinmädchens. Nur 4 Personen blieben übrig. Der alte Mann und Aoi erzählten uns abwechselnd die Geschichte. Der alte Mann sagte: Ich weiß nicht, seit wann oder wo diese Geschichte erzählt wird. Aber in regelmäßigen Abständen wird ein Gottesdienst für diese Kiste abgehalten, von wo aus sie dann an einen neuen Ort gebracht wird. Je nach Zeit ist die Person, die für die Kiste zuständig ist, eine andere. Überall auf der Kiste befinden sich Dinge, die wie Familienwappen aussehen, richtig? Sie zeigen alle Familien an, die bis zu diesem Zeitpunkt einen Gottesdienst für die Kiste abgehalten haben. Es gibt ein Treffen mit Familien wie der unseren, um zu entscheiden, wer der Nächste ist, obwohl sich gelegentlich auch einfältige Leute freiwillig melden. Außer dem Hüter der Kiste dürfen sie niemandem davon erzählen. Nur in Fällen, in denen es einen guten Grund gibt oder es sich nicht vermeiden lässt, müssen sie es zuerst besprechen und können dann andere darüber informieren. Sollte es nötig sein, jemandem die Kiste zu erklären, wird der Hüter der Kiste mit jemandem aus einer Familie wie der unseren zusammengebracht, damit er den Sinn des Ganzen verstehen kann. Wir sind aktuell nicht zuständig, aber wir waren diejenigen, die gestern den dringenden Anruf erhalten haben. Es sah so aus, als hätte vor 2 Tagen jemand anderes Daikis Mutter angerufen. Nach einer Diskussion über das weitere Vorgehen brachten sie Daiki hierher. Daikis Mutter wurde anscheinend über einige Details informiert, als wir gerade auf dem Weg waren. In der Regel wird er in die Berge oder in Waldgebiete gebracht, sagte Aoi. Ihr habt sie selbst gesehen. Die 6 Bäume und die 6 Seilstücke stehen für die Dorfbewohner. Die 6 Stäbchen für die Familie des Schreinmädchens. Die Vasen in den 4 Ecken stehen für die 4 Dorfbewohner, die überlebt haben.
und die 6 Stäbchen, die im Inneren der Kiste eine bestimmte Form bilden, stehen für das Schreinmädchen selbst. Ihr fragt euch vielleicht, warum die Stäbchen diese Form haben. Vielleicht fragt ihr euch auch, was es mit der Kiste auf sich hat und wann das alles angefangen hat. Abgesehen von meiner eigenen Familie und denjenigen, denen die Geschichte der Kiste überliefert wurde, gibt es vielleicht niemanden mehr, der die Einzelheiten kennt. Die Geschichte, die am häufigsten erzählt wird, besagt, dass die 4 Überlebenden alles versucht haben, um den Zorn der Familie des Schreinmädchens zu besänftigen. In dem Zuge sollen sie festgestellt haben, dass nur diese Form etwas bewirkt. Was den Zaun betrifft, so wurden lediglich die Glocken benötigt. Die Seile und dergleichen waren Eigenkonstruktionen des Hüters. Mehrere Mitglieder unserer Familie haben in der Vergangenheit Kankandara exorziert, sagte der Alte. Aber sie sind alle innerhalb von 2 oder 3 Jahren gestorben. Ganz plötzlich, aus heiterem Himmel. Sie konnten den Betroffenen in der Regel auch nicht mehr helfen. Nachdem wir das alles gehört hatten, waren wir 3 völlig verunsichert. Wir konnten nichts anderes tun, als stumpfsinnig umherzustarren. Aber dann wurde die Situation auf den Kopf gestellt. Sie verstehen jetzt den Ernst der Lage, nicht wahr? Wandte sich der Alte an Daikis Mutter. Wie ich schon sagte, wenn er die Stäbchen nicht berührt und durcheinander gebracht hätte, hätten wir etwas für ihn tun können. Aber dieses Mal ist es leider zwecklos. Daikis Mutter sagte, bitte, können Sie denn gar nichts tun? Es ist meine Schuld. Bitte, irgendetwas. Daikis Mutter weigerte sich aufzugeben. Obwohl wir nicht glaubten, dass sie für irgendetwas verantwortlich war, nahm sie weiterhin die Schuld auf sich, ließ den Kopf hängen und bat den alten Mann wiederholt um Hilfe. Aber sie weinte nicht. Ihr Gesichtsausdruck verriet, dass sie auf alles vorbereitet war. Wir wollen ihm ja helfen, aber er hat nicht nur die Stäbchen bewegt. Er hat das Ding gesehen. Ihr habt es auch gesehen, nicht wahr? Was ihr gesehen habt, war die Schreinmagd, die von der Schlange verschlungen wurde. Ihr habt ihre untere Hälfte gesehen, richtig? Versteht ihr jetzt die Bedeutung hinter der Form der Stäbchen? Hm? Weder Sasuke noch ich verstanden, was er meinte. Ihre untere Hälfte? Wir haben nur ihre obere Hälfte gesehen. Sie sagen, ihre untere Hälfte? Sagte Sasuke. Wir haben nur ihre obere Hälfte gesehen. Sowohl Aoi als auch der alte Mann waren überrascht. Was sagst du da? Ihr habt die Stäbchen bewegt, richtig? Wenn ja, hättet ihr ihre untere Hälfte sehen müssen. Das Mädchen, das vor euch erschien, hatte keinen Unterkörper? Wie viele Arme hatte sie denn? Sie hatte 6 Arme, 3 auf jeder Seite. Sie hatte keinen Unterkörper, bekräftigten Sasuke und ich unsere Aussagen. Plötzlich stand der alte Mann auf und trat dicht an uns heran. Seid ihr sicher? Ihr habt wirklich nicht ihre untere Hälfte gesehen? Ja, ich bin sicher, sagte ich. Der alte Mann drehte sich zu Daikis Mutter um und lächelte. Vielleicht können wir doch noch etwas tun. Wir hielten den Atem an und warteten darauf, was er als nächstes sagen würde.
Aoi und der alte Mann erklärten, was er meinte. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Groll des Schreinmädchens zu wecken, sagte Aoi. Man darf die Form der Stäbchen nicht verändern und man darf ihre Gestalt nicht so sehen, wie sie von den Stäbchen dargestellt wird. In der Praxis ist es vorbei, wenn man die Stäbchen bewegt, denn das führt unweigerlich dazu, dass man die Gestalt des Schreinmädchens sieht. Aber aus irgendeinem Grund habt ihr sie nicht gesehen. Ihr hättet dasselbe sehen müssen wie der Junge, der die Stäbchen bewegt hat. Wenn ihr nichts gesehen habt, dann hat er wahrscheinlich auch nichts gesehen. Was meinen Sie mit nichts gesehen haben? Sagte ich. Was wir gesehen haben, das war tatsächlich das Schreinmädchen. Aber es war nicht Kankandara. Sie hatte nicht den Wunsch, euch das Leben auszuhauchen. Sie ist euch nicht als Kankandara erschienen, sondern als Schreinmädchen. Diese Nacht war vielleicht nur ein Spiel für sie. Sie wollte also sagen, dass Kankandara und das Schreinmädchen ein und dieselbe Existenz waren, aber gleichzeitig auch getrennt. Wenn Kankandara in dieser Nacht nicht aufgetaucht ist, dann war das, was den Jungen angegriffen hat, genau wie Aoi gesagt hat, nur ein Spiel des Schreinmädchens. Wenn ihr ihn bei uns lasst, kann es lange dauern, aber vielleicht können wir etwas für ihn tun. Die Anspannung, die in der Luft lag, löste sich zum ersten Mal. Es genügte zu wissen, dass Daiki geholfen werden konnte. Und der Ausdruck auf dem Gesicht seiner Mutter war in diesem Moment wirklich erstaunlich. Es war, als ob all die Sorgen und Ängste, die sich seit Tagen in ihr angestaut hatten, mit einem Mal verschwunden waren. Es war diese Art von Lächeln. Als Aoi und der alte Mann sie so sahen, hellte sich auch ihre Stimmung auf. Plötzlich sahen sie wie normale Menschen aus. »Wir werden den Jungen offiziell aufnehmen«, sagte der Alte. »Wir werden ihnen später alles erklären. Was euch beide angeht, so wird Aoi euch reinigen und dann könnt ihr nach Hause gehen. Versucht in Zukunft nicht so leichtsinnig zu sein.« Danach deutete er an, was mit Daiki geschehen würde. Schließlich wurden wir gereinigt und durften nach Hause gehen. Eine der Regeln der Familie war, dass wir Daiki nicht sehen durften. Daher wissen wir nicht, was sie mit ihm gemacht haben. Ich weiß nicht, ob es in etwa so war, als hätte er die Schule gewechselt. Aber danach haben wir ihn nie wieder gesehen. Es gab keine Nachricht, dass er gestorben sei oder so. Aber anscheinend hat er sich vollständig erholt und lebt jetzt irgendwo in Frieden. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass sich der Vater von Daiki nicht ein einziges Mal blicken ließ, nachdem er all diese Ereignisse in Gang gesetzt hatte. Ich habe wirklich keine Ahnung, was er mit all dem bezwecken wollte. Was Sasuke und mich betrifft, so haben sich die Dinge ziemlich schnell beruhigt. Dafür gab es mehrere Gründe, aber der wichtigste für uns war Daikis Mutter. Sie hatte es offenbar am schwersten. Ich hatte das Gefühl, dass sie mich wirklich zum Nachdenken über die Bedeutung des Wortes Mutter gebracht hat. Danach haben Sasuke und ich versucht, uns unseren eigenen Eltern nach und nach anzunähern. Und nicht nur das, wir haben natürlich auch aufgehört, so dämliche Dinge zu tun. Abgesehen davon haben wir Folgendes gelernt. Die Schreinmädchen, die sich an bestimmten Tagen versammeln, sind Beraterinnen aus bestimmten Häusern. Sie wissen, wie gefährlich Kankandara ist, und ihre Existenz
wird mit der eines Gottes gleichgesetzt. Die große Schlange in der Geschichte war offenbar ein Gott der Berge und Wälder. Deshalb werden einmal im Jahr Lieder und Tänze aufgeführt und Shinto-Gebete für sie rezitiert. Die Geräusche, die wir hörten, als wir den Wald betraten, stammten offenbar von Kankandara, die durch das eingezäunte Gebiet wandelte. Aber das Sechseck und die Kiste waren wie ein Siegel, und solange niemand dieses zerstört, zeigt sie sich nur selten. Nach den Regeln für den Standort des Gottesdienstes war dieser auf einen bestimmten Teil des Berges oder Waldes beschränkt, der mit äußerster Sorgfalt ausgewählt wurde. Im Allgemeinen verließ sie dieses Gebiet nicht. Aber auch wenn es eingezäunt war, gab es, wie wir gesehen haben, Situationen, in denen sie sich auch außerhalb aufhielt. Das ist so ziemlich alles, was ich weiß. Es sieht so aus, dass sie von da, wo wir jetzt wohnen, weggebracht wurde. Ich möchte nie wieder dorthin gehen, also habe ich nicht nachgesehen. Aber nach einem Jahr haben sie den Zaun entfernt. Also nehme ich an, sie ist jetzt wahrscheinlich woanders. Bahnhof von Kisaragi. Die folgende Geschichte wurde im Two-Channel-Forum in Echtzeit gepostet. Die ursprüngliche Verfasserin des Posts, die sich Hazumi nannte, hielt die Leserinnen und Leser über ihre seltsamen Erlebnisse auf dem Laufenden und erhielt von ihnen Ratschläge, was zu tun sei. Im Folgenden wird beschrieben, was passiert ist. Hazumi? Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber darf ich euch etwas erzählen? Two Channel? Klar, schieß los. Was ist denn passiert? Hazumi? Ich bin gerade in den Zug gestiegen. Aber irgendetwas stimmt nicht. Two Channel? Was denn? Es ist der Zug, mit dem ich immer zur Arbeit fahre. Aber er hat seit etwa 20 Minuten an keiner Station mehr gehalten. Er hält sonst immer alle 5 Minuten oder höchstens alle 7 oder 8 Minuten. Aber heute hat er überhaupt nicht angehalten. Es sind noch 5 andere Leute an Bord. Aber alle schlafen. Du bist doch nicht aus dem Zug ausgestiegen, oder? Du bist doch nicht aus Versehen in den Schnellzug gestiegen. Nun ja. Es ist möglich, dass ich in den falschen Zug gestiegen bin. Ich werde noch ein bisschen warten. Wenn noch irgendetwas Seltsames passiert, melde ich mich wieder. Warum gehst du nicht erstmal in den vorderen Waggon und fragst den Schaffner? Wenn er einen epileptischen Anfall oder sowas hätte, wäre das schrecklich. Geh und sieh nach ihm. Es sieht immer noch nicht so aus, als ob wir irgendwo anhalten würden. Also werde ich mal nachsehen. Die Jalousien oder sowas in der Art verdecken das Fenster, sodass ich den Fahrer nicht sehen kann. Ich befinde mich in einer privaten Eisenbahn in der Präfektur Shizuoka. Hast du an das Fenster geklopft? Das habe ich, aber es kam keine Antwort. Kannst du nach draußen sehen? Kannst du die Namen der vorbeifahrenden Bahnhöfe sehen oder sowas? Als wir den Tunnel verlassen haben, ist der Zug ein wenig langsamer geworden. Normalerweise fahren wir aber nicht durch einen Tunnel. Das ist der Zug vom Bahnhof Shinhamamatsu. Es sieht so aus, als würden wir gleich anhalten. Du willst da nicht etwa aussteigen, oder? Wir halten am Bahnhof Kisaragi. Aber ich frage mich, ob ich aussteigen soll. Ich habe diesen Bahnhof noch nie gesehen oder von ihm gehört. Du solltest aussteigen. Nein, du solltest bis zur Endstation bleiben. Ich meine, der Zug sollte sich doch inzwischen wieder in Bewegung gesetzt haben, oder? Hazumi, um wie viel Uhr bist du in den Zug gestiegen? Ich bin ausgestiegen. Der Bahnhof ist leer.
Ich bin gegen 23.40 Uhr in den Zug gestiegen, glaube ich. Ich habe nach dem Bahnhof Kisaragi gegoogelt, aber ich habe nichts gefunden. Und warte mal, dein Zug fährt jetzt schon seit einer Stunde? Na schön, ich gehe jetzt erstmal baden. Ich habe auch nach dem Bahnhof Kisaragi gesucht, aber hier gibt es nichts. Ich glaube, ich sollte zurückgehen. Ich habe nach einem Fahrplan gesucht, aber ich kann nichts finden. Der Zug steht immer noch, also frage ich mich, ob es sicherer wäre, einfach wieder einzusteigen. Nun, während ich das schreibe, bin ich schon wieder eingestiegen. Gibt es in der Nähe irgendwelche Gebäude, die aussehen, als ob sie Menschen beherbergen könnten? Es ist kalt da draußen, also sei vorsichtig. Ich verlasse jetzt den Bahnhof und schaue, ob ich ein Taxi finde. Danke. Das ist eine gute Idee. Aber sei vorsichtig. Ich bezweifle, dass man an einem leeren Bahnhof leicht ein Taxi finden kann, wenn die letzten Züge schon abgefahren sind. Und es sieht so aus, als wäre Hasumi eine Bewohnerin der 2D-Welt geworden. Hier gibt es nichts, geschweige denn ein Taxi. Was soll ich tun? Geh zum Bahnhofsvorsteher oder zu einer Polizeidienststelle in der Nähe. Solltest du nicht erst einmal die 110 anrufen? Warum rufst du nicht das Taxiunternehmen an? Das Einzige, was du im Moment tun kannst, ist zum nächsten Supermarkt zu gehen. Wenn es in der Nähe ein öffentliches Telefon gibt, solltest du die Nummer des Taxiunternehmens heraussuchen und dort anrufen. Ich habe meine Eltern angerufen, damit sie mich abholen. Aber sie wissen nicht, wo der Bahnhof Kisaragi ist. Sie sagten, sie würden auf der Karte nachsehen und mich dann abholen. Aber ich habe irgendwie Angst. Was ist mit den anderen im Zug passiert? Bist du die Einzige, die ausgestiegen ist? Hasumi, ich habe auch versucht, den Bahnhof Kisaragi im Internet zu finden. Aber hier gibt es nichts. Du sagtest, du warst in der Nähe von Shinhamamatsu, richtig? Ich werde mal sehen, ob ich bei Yahoo etwas finden kann. Ich habe nach einem öffentlichen Telefon gesucht. Aber es gibt keins. Die anderen Fahrgäste sind nicht ausgestiegen. Also bin ich im Moment allein. Der Bahnhof heißt ganz sicher Kisaragi Station. Es besteht die Möglichkeit, dass du außerhalb des Bahnhofsgeländes ein öffentliches Telefon findest. Warum versuchst du nicht, den Bahnhof zu verlassen? Ich habe gerade ein bisschen nachgeforscht. Und das Kanji für Oni, das für Dämon steht, kann auch als Kisaragi gelesen werden, richtig? Ihr meint also Dämonenstation? Das ist ja furchtbar. Bist du ein Videospiel-Nerd? Als ich es gegoogelt habe, habe ich ein Videospiel gefunden. Schreib die vorherigen und nächsten Stationen von Kisaragi Station auf. Sag nicht, dass da nichts steht. Von welchem Spiel redest du denn? Hier sind keine vorherigen oder nächsten Stationen aufgeschrieben. Versuch entlang der Gleise nach Hause zu laufen. Wenn du jetzt losrennst, kannst du den Zug wahrscheinlich noch einholen. Es ist ein Bahnhof, also müssen dort Leute wohnen. Ja, das ist richtig. Ich war in Panik, deshalb habe ich es gar nicht gemerkt. Ich folge den Spuren zurück und warte auf den Anruf meiner Eltern. Ich habe vorher versucht, in der Stadt Informationen in meinem Handy zu suchen, aber es kam eine Art Fehler. Ich will einfach nur noch nach Hause. Ob es nun ein Scherz ist oder nicht, ich werde ernsthaft daran arbeiten, das Problem zu lösen. Hier gibt es wirklich nichts. Alles, was ich sehen kann, sind Grasland und Berge. Aber wenn ich den Eisenbahnschienen folge, kann ich wohl nach Hause kommen. Also werde ich mein Bestes geben. Ich kann verstehen, dass ihr denkt, dass das alles nur ein großer Scherz ist, aber kann ich mich wieder melden, wenn ich auf weitere Probleme stoße? Ja, natürlich. Pass auf jeden Fall auf dich auf. Ja, natürlich. Pass nur auf, dass dein Handy nicht kaputt geht. Es ist im Moment deine Rettungsleine. Lauf nicht in die falsche Richtung. Und sei vorsichtig im Tunnel. Kann ein Telefon überhaupt Empfang haben in einer Gegend, in der es nichts gibt? Ich denke, es wäre besser, wenn du dich nicht von dem Bahnhof entfernst. Ganz allein in einem unbemannten Bahnhof in einer kalten Nacht? Wahrscheinlich gehen bald die Lichter aus und es wird dunkel. Die Bahngleise sind eine noch dunklere Falle. Danach kommt auch noch ein Tunnel, oder?
und trotzdem wäre es wahrscheinlich sicherer, die Nacht auf dem Bahnhof zu verbringen. Das ist furchtbar riskant. Mein Vater hat angerufen. Er hatte eine Menge Fragen, aber letztendlich haben wir keine Ahnung, wo ich bin. Also sagte er mir, ich solle 110 anrufen. Das will ich eigentlich nicht, aber ich werde die Polizei anrufen und fragen, ob sie mir helfen können. Ich glaube, es wäre einfacher für dich, dich zu bewegen, wenn es heller wird. Könntest du wirklich ganz allein in der Nacht dort warten? An einem fremden, unbekannten Ort? Könntest du nachts ganz allein durch den Tunnel gehen? Auf einem fremden, unbekannten Bahngleis? Könntest du nachts in der Kälte durch eine unbekannte Straße gehen? Ich habe versucht, der Polizei meine Situation so gut wie möglich zu erklären. Aber sie hielten es für einen Scherz und wurden wütend auf mich. Ich hatte solche Angst, dass ich mich schließlich bei ihnen entschuldigt habe. Warum hast du dich entschuldigt? Du solltest für heute Schluss machen. Geh und warte am Bahnhof auf den ersten Zug. Wie sieht es in der Nähe des Bahnhofs aus? Gibt es dort irgendetwas? Aus der Ferne höre ich etwas, das sich wie Trommelschläge anhört. Vermischt mit dem Klang einer läutenden Glocke. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Hasumi, du musst zurück zum Bahnhof gehen. Es ist am besten, dorthin zurückzukehren, wo du zuerst warst, wenn du dich verlaufen hast. Es fängt gleich an. Trommeln und Glocken? Das ist wahrscheinlich nur ein Fest. Ihr denkt vielleicht, ich lüge. Aber ich habe solche Angst, dass ich nicht zurückschauen kann. Ich will zurück zum Bahnhof, aber ich kann nicht mehr umkehren. Lauf! Was auch immer du tust, sieh nicht zurück. Du darfst nicht zum Bahnhof zurückblicken. Du würdest mitgenommen werden. Lauf einfach in Richtung des Tunnels, genau jetzt. Er sollte näher sein, als du denkst. Jemand hat gerade hinter mir geschrien. Hey, du darfst nicht auf den Gleisen laufen. Das ist gefährlich. Ich dachte, es könnte der Bahnhofsvorsteher sein. Also drehte ich mich um. Und etwa 10 Meter weiter stand ein alter Kerl mit einem Bein da. Dann ist er verschwunden. Ich habe solche Angst. Ich kann mich nicht bewegen. Ich sagte, schau nicht zurück. Lauf einfach weg. Beruhige dich und hör zu, was ich zu sagen habe. Versuch, in Richtung der Trommeln zu gehen. Dort sollten Leute sein. Wo willst du denn Hasumi hinschicken? Das sollte sie nicht tun. Hasumi wird dort womöglich entführt. Deshalb sage ich, wenn sie kann, sollte sie zurückgehen. Wie konntest du erkennen, dass es ein alter Mann mit nur einem Bein war? Weil es ein alter Mann mit nur einem Bein ist? Wahrscheinlich wurde er von einem Zug überfahren, hat sein Bein verloren und ist dann gestorben. Ich kann nicht mehr gehen. Aber ich kann auch nicht mehr rennen. Der Klang der Trommeln kommt immer näher. Warte einfach auf den Morgen. Wenn es heller ist, wird es nicht mehr so beängstigend sein. Du hättest wieder in den Zug steigen sollen. Ich bin noch am Leben. Ich bin gestürzt und blute. Aber ich halte mich noch an dem Schuhabsatz fest, den ich mir abgebrochen habe. Ich will noch nicht sterben. Nun, es ist ja nicht so, als würde es besser werden, wenn du an der gleichen Stelle bleibst. Ich denke, es wird dir gut gehen, wenn du es durch den Tunnel schaffst. Wenn du durchkommst, sag uns Bescheid und hol Hilfe. Ich habe zu Hause angerufen. Mein Vater sagte, er würde die Polizei für mich anrufen. Aber das Geräusch kommt immer näher und näher. Na, dann beten wir mal, dass dieses Geräusch nicht das eines herannahenden Zuges ist. Aber dafür ist es jetzt wahrscheinlich zu spät. Ich habe mein Bestes getan und stehe jetzt irgendwo vor dem Tunnel. Auf dem Namen steht Izanuki. Das Geräusch kommt näher. Also werde ich all meinen Mut zusammennehmen und versuchen durchzukommen. Ich werde wieder posten, wenn ich sicher durchgekommen bin. Viel Glück. Das ist das Ende. Der Zug und der Bahnhof sind weg. Du kannst nicht mehr zurück.
Es gibt niemanden, dem man folgen kann. Das Geräusch, das du hörst, ist ein Phantom deiner eigenen Vergangenheit. Lauf in Richtung des Tunnels. Wenn du stehen bleibst, wirst du nur zwischen den Welten feststecken. Ich habe den Tunnel verlassen. Jemand steht direkt vor mir. Sieht so aus, als wäre das, was ihr vorgeschlagen habt, die richtige Antwort. Ich danke euch. Man wird mich wahrscheinlich für ein Monster halten. Mein Gesicht ist ein verheultes Chaos. Hasumi, warte. Beweg dich nicht. Halt, das ist gefährlich. Wer würde zu so einer Zeit dort stehen? Das ist zu verdächtig. Tut mir leid, dass ich euch alle beunruhigt habe. Die Person war sehr nett und sagte, sie würde mich zum nächsten Bahnhof fahren. Anscheinend gibt es dort ein Geschäftshotel oder so etwas. Vielen Dank an alle. Hasumi, ich möchte dich etwas fragen. Also antworte bitte. Wo seid ihr? Kannst du diese nette Person nach dem Namen des Ortes fragen? Ist sie wirklich nett? Sie könnte schlimmer sein als das, was hier passiert, weißt du? Ja, vielleicht. Wo auch immer. Wo zum Teufel bist du? Diese Person ist gefährlich. Warum ist jemand um diese Uhrzeit auf den Bahngleisen? Der musste über den Weg gelaufen sein, als er eine Leiche entsorgt hat oder so. Lauf! Ich habe gefragt, wo wir sind. Aber er hat nur China gesagt. Das kann doch nicht wahr sein. Hasumi, steig aus dem Auto! Es tut mir leid, Kasumi. Wo ist China? Ausgerechnet zu dieser Zeit war ein verdächtiger alter Mann da, um ein Mädchen aufzugabeln, das an den Bahngleisen entlang lief. Was hat er denn da gemacht? Wir haben uns jetzt den Bergen genähert. Ich glaube, das Auto kann nirgendwo mehr anhalten. Und er hat ganz aufgehört, mit mir zu reden. Es gibt keinen Grund, warum selbst ein seltsamer alter Kerl um diese Zeit noch auf sein sollte. Vielleicht redet er nicht mit dir, weil du ständig am Telefon bist? Hasumi, du bist in Gefahr. Hast du deinen Eltern gesagt, sie sollen dich aus dem Tunnel holen? Hasumi, ruf 110 an. Das könnte das letzte Mal sein, dass du etwas schreibst. Meine Batterie ist gleich leer. Das alles hier fühlt sich ziemlich seltsam an. Also werde ich versuchen, bei der ersten Gelegenheit zu fliehen. Er murmelt schon seit einer Weile etwas, das ich nicht verstehe. Damit ich bereit bin, wenn sich die Gelegenheit ergibt, ist das mein vorerst letzter Beitrag. Nach diesem Beitrag hat man nie wieder etwas von Hasumi gehört. Wir fanden ein paar japanische Wunschpuppen. Mit einer davon stimmte etwas nicht. Der Ladenbesitzer saß ruhig hinter dem Tresen und schenkte uns keinen Blick, während wir weiter die kleinen Kuriositäten und Schmuckstücke in den Regalen durchforsteten. Ich war im Stillen dankbar für seine Unaufmerksamkeit. Ich hasse es, wenn mir Ladenbesitzer oder Verkäufer dicht auf den Fersen sind und alles, was ich mir ansehe, mit Argusaugen betrachten. Ich verstehe natürlich, dass jeder seinen Lebensunterhalt verdienen muss, dass sie diese Dinge vielleicht tun müssen. Vielleicht ist es eine Geschäftsregel, Kunden nicht allein zu lassen. Aber ich kann nicht anders, als mich genervt und unter Druck gesetzt zu fühlen. Und oft würde ich am liebsten einfach gehen. Dieser Laden war der Stoff, aus dem meine Träume sind. Kristalle in den verschiedensten Farben, urige kleine antike Lampen, seltsam geformte Teekannen, hübsche Metalldosen, alter Schmuck und allerlei Krimskrams waren ausgestellt. Für eine Sammlerin wie mich war dieser Laden voller potenzieller Neuerwerbungen, die ich zu Hause in meine ohnehin schon prall gefüllten Regale stellen oder, was wahrscheinlicher ist, in eine Kiste in der Abstellkammer packen könnte. Aber die vorübergehende Freude,
etwas Schönes und Einzigartiges mit nach Hause zu nehmen, war schon genug. Jason, mein Freund, würde mich wahrscheinlich anmeckern, dass ich noch mehr Dinge kaufen soll, um unser ohnehin schon überfülltes Haus weiter vollzustopfen. Aber er würde wahrscheinlich auch etwas für sich selbst kaufen. Er war, auch wenn er es leugnete, auch so etwas wie ein Sammler, wenn auch in einem viel geringeren Ausmaß als ich. Wir gingen in den hinteren Teil des Ladens und sahen eine Reihe von Puppen, die die Regale säumten. Es waren niedliche kleine runde Puppen, die einem streng aussehenden Mann ohne Gliedmaßen zu ähneln schienen. Dicke Augenbrauen waren aufgezeichnet und das Gesicht zierten verschlungene schwarze Linien. Die Augen waren große weiße Kreise ohne Pupillen. Jede Puppe hatte ein andersfarbiges Gewand aufgemalt. Eine war rot mit goldenen Streifen und einem chinesischen oder japanischen Wort auf der Vorderseite. Eine andere war rundherum gelb bemalt mit kleinen verschnörkelten roten Linien. Eine war dunkelgrün mit silbernen Streifen. Auf allen war vorne ein Wort aufgemalt. »Die sehen interessant aus«, sagte ich, nahm eine und drehte sie in meiner Hand, um sie zu betrachten. Sie schien aus Pappmaché oder einem anderen leichten Material zu bestehen. »Warum haben Sie keine Augen?«, fragte mein Partner. Ein Rascheln ertönte von der Theke. Der Ladenbesitzer stand auf und lächelte. Er kam zu uns herüber und sagte, »Wie ich sehe, habt ihr die Wunschpuppen entdeckt.« »Wunschpuppen?«, fragte ich und ließ die Puppe, die ich in der Hand hielt, nicht los. Ich fühlte mich von ihr angezogen. »Ja, das sind japanische Wunschpuppen. Man wünscht sich etwas, malt die Pupille des einen Auges aus und wenn der Wunsch in Erfüllung geht, malt man das andere Auge aus.« »Cool. Sie helfen dabei, Wünsche wahr werden zu lassen?«, fragte ich und hielt die kleine Puppe fester in meinem Griff. »Ja, sie sollen dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Sie bringen dir Glück.« Jason sah das Glitzern in meinen Augen und lachte. »Du wirst das Ding safe mitnehmen, oder?« Fast hätte ich genickt, dann erinnerte ich mich an die grundlegenden Kaufstrategien. »Ich weiß nicht, ich überlege es mir. Etwas zu Teures kann ich mir nicht leisten.« Der Ladenbesitzer grinste. »Es sind nur $5. Ich mache damit überhaupt keinen Profit. Ich helfe nur einem Freund, ein paar seiner Sachen von seinen Reisen loszuwerden.« »Oh ja, dieser kleine Kerl gehört mir«, dachte ich. »Welche von Ihnen ist die mächtigste?«, fragte mein Freund und nahm ein paar der anderen in die Hand, um sie genauer zu inspizieren. »Oh, mächtig«, sagte der Ladenbesitzer und strich sich über das Kinn. »Ich weiß, welche was für euch ist.« Er ging zu einem anderen Regal, griff auf das oberste Regal und holte eine Metallkiste herunter. Sie war völlig verrostet und mit einer dicken Staubschicht überzogen. Sie passte nicht zu den anderen Gegenständen im Laden. Die Auslage wirkte etwas chaotisch, aber die meisten Artikel waren gut gepflegt, sauber und definitiv häufig abgestaubt. Er zog einen Schlüssel heraus, der in der Unterseite der Schachtel befestigt war, und schloss sie auf. Vorsichtig öffnete er den Deckel, während wir ihn mit wachsender Neugierde anstarrten. Darin befand sich eine weitere, japanisch aussehende Puppe, aber diese unterschied sich fast völlig von den anderen Puppen. Zum einen hatte sie Gliedmaßen, außerdem schien sie die Form eines Mädchens zu haben, mit scheinbar aufgenähten schwarzen Haaren, die vorne zu einem geraden Pony und hinten zu einer sauberen geraden Frisur geschnitten waren. Die Puppe trug ein echtes Gewand aus violettem Stoff. Auch ihre Augen waren weiß, ohne Pupillen. Ich musste den Schauer unterdrücken, der mir über den Rücken lief. Ohne ihre Pupillen und ihren ausdruckslosen Blick sah sie ein wenig unheimlich aus. Auch das schwarze Haar verunsicherte mich. »Ist das echtes menschliches Haar?«, fragte ich. Der Ladenbesitzer lächelte und hielt die Puppe immer noch sanft in der Hand. »Ja, ich glaube schon.« Er stellte die Puppe von meinem Freund ab. »Jedenfalls ist sie die mächtigste Puppe, die es gibt, um Wünsche zu erfüllen.« Jason hob eine Augenbraue. »Wie viel?« »$10.
Das ist ein Schnäppchen, sagte der Ladenbesitzer selbstbewusst. Na schön, dann nehmen wir die beiden, sagte mein Freund und zeigte auf die runde Puppe in meinen Händen und die gruselige Mädchenpuppe. Er zog einen Zehner hervor, während ich meine $5 fand. Wahnsinn! Mögen all eure Wünsche in Erfüllung gehen, sagte der Ladenbesitzer, steckte unser Geld ein und holte eine Papiertüte hervor, in die er die Puppen packte. Das hoffe ich doch, sagte Jason. Ich sah ihn an und fragte mich, was für einen Wunsch er hatte, der zu diesem Aufflackern stählerner Entschlossenheit in seinem Gesicht führte. Als wir zu Hause waren, fanden wir die Schachtel mit den Markern, die wir im Laufe der Jahre gesammelt hatten. Jeder von uns nahm einen schwarzen Stift und malte seiner jeweiligen Puppe eine Pupille auf. Während ich meine einzeichnete, wünschte ich mir, dass mein Artikel in der Online-Zeitschrift, die ich anstrebte, veröffentlicht werden würde. Ich dachte mir, dass es nicht zu viel verlangt war und vielleicht würde mir die kleine Puppe wirklich helfen. Was hast du dir gewünscht? Fragte ich, während Jason die Pupille, die er auf seine Puppe gezeichnet hatte, genau betrachtete. Das ist ein Geheimnis, sagte er und lächelte frech. Pff, na schön, whatever. Viel Glück, was auch immer es ist. Ich weiß nicht, ob es an der Puppe lag, aber es hat geklappt. Mein Artikel wurde veröffentlicht, mit meinem Namen in der Schlagzeile. Ich grinste über beide Ohren, als ich Jason davon erzählte. Er freute sich für mich, aber ich konnte sehen, wie er auf seine Puppe starrte, und ich wusste, dass er über seinen eigenen Wunsch nachdachte. Er ist nicht in Erfüllung gegangen? Fragte ich und versuchte, meine Freude zu zügeln und sensibel zu sein. Er runzelte die Stirn, zuckte dann mit den Schultern und lächelte. Ich bin sicher, dass er bald in Erfüllung geht. Als ich allein war, zeichnete ich die andere Pupille der Puppe ein und stellte sie mit einem liebevollen Lächeln auf das Regal. Sie wirkte wie ein freundliches Wesen, das über uns wachte. Danke, dass du meinen Wunsch erfüllt hast, flüsterte ich und klopfte ihr auf den Kopf. Ich sah zu Jasons Puppe hinüber. Annabelle, so hatte ich sie heimlich in meinem Kopf genannt. Sie schien gruselig genug zu sein, um zu diesem Namen zu passen. Bitte mach seinen Wunsch auch wahr, Anna, sagte ich und streckte eine Hand aus, um sie zu berühren, überlegte es mir aber schnell anders. Ich fühlte mich immer noch unwohl mit ihr. Ich starrte sie noch einen Moment lang an und wandte dann den Blick ab. Dann schaute ich sofort wieder zurück. Irgendetwas schien an ihr anders zu sein. Ich ging von einer Seite zur anderen und versuchte herauszufinden, was es war. War es ihre Pose? Wurde sie von der Sonne angestrahlt? Nichts schien sich großartig verändert zu haben, nicht, dass ich es hätte erkennen können. Ihr Haar, stellte ich fest, und ein Schauer lief mir über den Rücken. Ihr Haar war länger. Ich schüttelte den Kopf. Das muss ich mir eingebildet haben. Ich sah mir ihr Haar noch einmal an. Es schien nicht nur länger zu sein, sondern es war auch nicht mehr so glatt geschnitten wie zuvor. Es schien fast stufig zu sein. Unfähig, den Schauer zu unterdrücken, der mir über den Rücken kroch, wandte ich mich von ihr ab und ging zurück ins Schlafzimmer, um mein Unbehagen unter einem Berg von Arbeit zu begraben. In der Nacht hörte ich ein Flüstern. Ich streckte die Hand aus und stellte fest, dass Jason nicht im Bett lag. Ich rieb mir die schlaftrunkenen Augen und stieg leise aus dem Bett. Ich wusste nicht, warum ich so verstohlen handelte, aber ich hatte das Gefühl, dass ich das musste. Außerdem machte ich mir plötzlich ein wenig Sorgen über Eindringlinge. Auf Zehenspitzen ging ich zur Tür, die bereits einen Spalt offen war. Ich zog sie weiter auf und steckte meinen Kopf hinaus. Es war Jasons Stimme, wie ich feststellte, und ich spürte einen Anflug von Erleichterung. Wahrscheinlich hatte er ein spätabendliches Arbeitsgespräch mit seinem verrückten Chef. Dieser Mann kannte keine Grenzen. Dann hörte ich eine Antwort, die Stimme eines Mädchens. Eine Mädchenstimme, direkt aus dem Haus.
Ich spürte, wie eine Mischung aus Schmerz und Angst mein Herz erfüllte. Warum war ein Mädchen in unserem Haus? Ich spitzte meine Ohren, um besser zu hören. Sie weiß es. Sie hat mich angestarrt. Mein Haar. Sie hat es mir geschnitten. Es geklättet, sagte die Stimme. Sie hat nichts zu mir gesagt. Ich bin sicher, sie weiß es nicht, antwortete Jason. Du weißt, dass sie es nicht herausfinden darf, sagte die Stimme in einem drohenden Ton. Ich weiß, ich weiß. Ich werde dafür sorgen, dass sie es nicht erfährt. Aber ja, ich werde die Haare schneiden. Lass mich kurz die Schere holen. Ich duckte mich hinter die Tür, als er vorbeikam, um eine Schere aus der Küche zu holen. Mein Herz klopfte wie wild. Es hörte sich an, als ob er mit Annabelle sprechen würde. Aber das konnte nicht sein. Aber ich hörte auch ihre Stimme. Aber es konnte trotzdem nicht sein. Ich war versucht, hinauszulaufen und nachzusehen, was er genau vorhatte. Aber gleichzeitig war ich wie erstarrt vor Unentschlossenheit. Was, wenn es ein anderes Mädchen war? Aber warum sollte ein beliebiges Mädchen darüber reden, dass ich ihr auf die Haare starrte? Was, wenn er verrückt geworden war? Wenn er sowohl für sich selbst als auch für die Puppe spricht, was sollte ich dann tun? Was wäre, wenn, Gott bewahre, die Puppe wirklich sprechen würde? Was würde sie dann tun? Was würde ich dann tun? Mit diesen Gedanken im Kopf schlich ich mich zurück ins Bett, schloss die Augen und versuchte, mich in den Schlaf zu zwingen. Ich muss eingeschlafen sein, bevor Jason wieder ins Bett kam. Am nächsten Tag wachte ich auf, und sobald Jason im Bad war, ging ich zu seiner Puppe. Ich hob sie hoch und drehte sie um. Ihr Haar war wieder ordentlich nach hinten gekämmt, kürzer als gestern. Es war perfekt glatt geschnitten und nicht mehr so stufig wie noch am Abend zuvor. Ich setzte sie wieder auf das Regal. Sie schien mich mit ihrer einen Pupille direkt anzustarren. Es sah aus, als lächelte sie. Ich wich zurück, angespannt von einem namenlosen Schrecken, der mich umhüllte, und hörte nicht, wie Jason nach mir rief, bis er die Badezimmertür öffnete. Hast du mich gehört? Ich habe gefragt, ob du heute weggehst. Ich sah ihn an. Seine Worte brauchten eine Weile, um sich in meinem Kopf festzusetzen. Oh ja, auf jeden Fall, ich gehe aus, sagte ich. Auf keinen Fall würde ich mit dieser Puppe allein zu Hause bleiben, während Jason zur Arbeit ging. Ich muss draußen arbeiten. Zu Hause bin ich zurzeit nicht sehr inspiriert, war meine schwache Ausrede, mit der ich die Puppe davon überzeugen wollte, dass ich nicht ihretwegen die Flucht ergriff. Ich schnappte mir meinen Laptop und packte schnell zusammen, wobei ich darauf achtete, zur gleichen Zeit wie Jason zu gehen, da ich keinen Moment allein mit Annabelle verbringen wollte. Ich würde heute Abend mit ihm darüber reden, was ich gehört hatte, beschloss ich. Ich kam gegen Abend nach Hause und betrat das Haus, in dem der Duft von brennenden Kerzen lag. Ich lächelte, denn ich wusste, dass Jason wahrscheinlich ein Überraschungsdate für mich vorbereitet hatte. Tatsächlich stand ein Festmahl auf dem Tisch. Das Licht war gedämpft und in der Mitte des Tisches brannten romantisch Kerzen. Ich lächelte, als er mich anstrahlte und auf den Platz vor ihm wies. Ich habe für uns alle Essen gemacht, sagte er. Ich ging hinüber und er starrte dann auf der Stelle. Ich starrte einen langen Moment lang ungläubig vor mich hin und mein Herz pochte immer lauter in meiner Brust. Er hatte seine Puppe auch an den Tisch gestellt, auf den anderen Platz. Jason sah meinen Gesichtsausdruck und lachte, ein bisschen zu fröhlich. Es gibt einen Grund, warum sie da ist, Babe, sagte er und grinste. Er hob sie auf und drehte sie so, dass sie mich ansah. Ihre andere Pupille war jetzt eingezogen. Sie besaß beide Pupillen und nun schienen beide Augen
direkt in meine Seele zu stechen. Mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen, verkündete er laut, und Annabelle schien zu seinen Worten zu nicken. Wahrscheinlich hat er sie zum Nicken gebracht, überzeugte ich mich selbst. Oh, endlich fand ich meine Stimme. Was war dein Wunsch? Er grinste weiterhin breit. Mike ist raus. Wir bekommen einen neuen Chef. Jetzt kann ich endlich die Beförderung bekommen, die er immer abgelehnt hat. In seiner Stimme lag Freude und ein Hauch von manischem Vergnügen. Mike ist raus? Mike ist ein Name, der in unserem Haushalt oft fällt, gepaart mit heftigen Beleidigungen. Mike war in den letzten Jahren der Fluch von Jasons Leben. Temperamentvoll, egoistisch, hinterhältig. Er hat Jason so oft um seinen Bonus gebracht und so viele abfällige Beleidigungen gegen ihn ausgestoßen, dass ich ehrlich gesagt nicht mehr den Überblick behalten konnte. Er schien Jason bei jeder Gelegenheit ein Bein zu stellen. Ja, Hier warf Jason einen nervösen Blick auf seine Puppe. Hatte heute Morgen einen Herzinfarkt. Er ist im Krankenhaus und sie sind sich nicht sicher, ob er es schaffen wird. Jedenfalls haben die Vorgesetzten nach Feierabend bereits angekündigt, dass jemand anderes für ihn einspringen wird. Ich hob die Augenbrauen und war etwas überrascht über die Freude, die in seiner Stimme mitschwang. Sicher, Mike war ein Arschloch, aber Jasons unverhohlener Jubel verunsicherte mich doch ein wenig. Ich hatte erwartet, dass er ein wenig mehr Mitgefühl oder Unbehagen zeigen würde, weil sein Chef einen Herzinfarkt erlitten hatte. Ich erinnerte mich daran, wie sehr Jason unter Mike gelitten hatte und versuchte zu verstehen, warum er sich so freuen würde. Es kostete mich ein wenig Kopfzerbrechen, aber bald konnte ich seine Gefühle wirklich verstehen und nachempfinden. Glückwunsch, I guess, sagte ich und wollte ihn umarmen. Ich spürte einen stechenden Schmerz in meiner Brust und wich erschrocken zurück. Die Puppe war noch in seinen Armen, als wir uns umarmten. Ich schaute auf meine Brust hinunter und sah einen kleinen Riss in meinem Hemd und Blutstropfen, die aus einer flachen Wunde unterhalb meines linken Schlüsselbeins sickerten. Was zum Teufel? Sagte ich. Jason starrte Annabelle an und ich schwöre, er schüttelte in ihre Richtung den Kopf. Scheiße, Babe. Du musst dich an einer scharfen Kante von ihr gestoßen haben, sagte er und klang selbst nicht überzeugt. An einer scharfen Kante von ihr? Ich starrte die Puppe an. Welche Kante von ihr soll bitte schön scharf sein? Dann fiel mir der kleine rote Fleck auf ihren Lippen auf. Ich griff nach vorne, entsetzt, aber unfähig, mich zurückzuhalten. Ich strich mit dem Finger über die Lippen der Puppe und erwartete fast, dass sie nach meinem Finger schnappen würde. Sie bewegte sich nicht und ich schaute auf meinen Finger. Ein Blutstropfen war darauf. Hat sie mich gerade gebissen? Hatte ich den Verstand verloren? Jason, wir müssen reden. Jason sah mich an mit einem seltsamen Gesichtsausdruck. Er schien zu wissen, was auf ihn zukam, aber er wollte sich auch nicht damit auseinandersetzen müssen. Dann seufzte er und bedeutete mir, mich zu setzen. Könntest du sie bitte wegtun? Ich will sie hier nicht haben, sagte ich so deutlich, wie es mir möglich war. Er seufzte schwer. Dann stellte er sie vorsichtig zurück ins Regal und setzte sich wieder an den Tisch. Was ist los? Fragte er und klang dabei resigniert und abwehrend. Ich mag diese Puppe nicht. Können wir sie loswerden? Ich kam direkt zur Sache, da ich meine Gefühle nicht mehr unterdrücken konnte. Er schien erschrocken über meine Direktheit. Er warf einen nervösen Blick hinter mich, wahrscheinlich zu der Puppe. Sag das nicht, flüsterte er. Ich kann sie nicht leiden. Ich will sie nicht hier haben, Jason. Ich verstehe, dass dein Wunsch in Erfüllung gegangen ist, aber ich will sie nicht im Haus haben. Jasons Gesicht verzog sich und er machte eine beruhigende Geste. Ich werde nicht, bevor ich meinen Satz beenden konnte, hörte ich einen dumpfen Schlag hinter mir. Ich sprang auf und drehte mich um. Annabelle lag auf dem Boden.
Ich wich zurück in Richtung der Tür. Verdammt, ich hab sie wohl zu nah an die Kante gestellt. Tut mir leid, mein Fehler, sagte Jason und lief zu ihr, um sie aufzuheben. Ich wusste, dass das eine Lüge war. Ich hatte zugesehen, wie er sie sicher auf die Rückseite des Regals gestellt hatte. Ich muss gehen, Jason. Ich muss hier weg. Komm mit mir, bitte. Ich starrte ihn an, mit meinen Augen flehend. Ich kann nicht, Babe. Ich muss hier bleiben, sagte er und wich meinem Blick aus. Ich hab dich gestern Abend gehört, Jason. Du hast mit ihr geredet. Ich hab Angst. Können wir bitte gehen? Du hast mich gehört? Er schien erschrocken zu sein. Hast du sie gehört? Ich nickte. Das war nur ich, sagte er. Und die Worte purzelten aus seinem Mund, während ich sah, wie er in Panik geriet. Ich hab so getan, als wäre ich sie. Ich war gelangweilt. Ich hab nur mit Puppen gespielt, wie alle anderen auch, als sie noch klein waren, Jason. Und es war nicht deine Stimme. Ich weiß, dass es nicht deine Stimme war. Ehrlich gesagt, wusste ich das nicht. Aber ich wollte sehen, wie er reagieren würde. Er verzog das Gesicht. Das hättest du nicht sagen sollen, Babe. Warum? Sagte ich und bewegte mich auf die Tür zu. Weil du jetzt nicht gehen kannst, sagte eine kalte Stimme vom Boden aus. Dieselbe Stimme, die ich gestern Abend zu Jason hatte sprechen hören. Ich blickte nach unten. Annabelle starrte direkt zu mir hoch. Ich schrie auf und versuchte zur Tür zu rennen. Das Ding huschte blitzschnell vorwärts. Und seine Puppenglieder gaben ein klapperndes Geräusch von sich, als sie auf dem Boden aufschlugen. Die Puppe stand zwischen mir und der Haustür. Geistesgegenwärtig rannte ich zur Schlafzimmertür und schlug sie hinter mir zu, als ich die Puppe vor der Tür klappern hörte. »Tu ihr nicht weh!« Ich konnte hören, wie Jason die Puppe anschrie. »Fuck!« brüllte ich, schaltete das Licht an und verschloss die Tür. Ich trat von der Tür zurück, als das Hämmern begann. Das Hämmern, das unten an der Tür zu hören war. Die Puppe hämmerte gegen die Tür. Die Tür wackelte und rüttelte, begleitet von unaufhörlichem Hämmern. Aber sie war so klein. Wie konnte sie so fest gegen die Tür schlagen? Nach einer Weile hörte das Hämmern auf und ich hörte gedämpftes, wütendes Flüstern. Ich konnte nicht viel verstehen, aber ich glaube, Jason hat sie zur Vernunft gebracht. Ich musste um Hilfe rufen. Ich sah in meiner Tasche nach und stellte fest, dass mein Handy draußen auf dem Esstisch lag und wir hatten keinen Festnetzanschluss und kein Ersatztelefon hier drin. Ich kauerte neben der Tür und hielt den Luftbefeuchter aus Keramik wie eine Waffe in der Hand. Dann hörte das gedämpfte Flüstern auf. Ich drückte mein Ohr an die Tür und erkannte an den Geräuschen draußen, dass Jason seine Tasche packte. »Ich bin morgen wieder da, okay?« rief er mir zu. Ich wagte nicht zu antworten. »Bitte, mach keine Dummheiten. Bleib ganz ruhig. Alles ist unter Kontrolle, okay?« fügte er hinzu. Ich gab keinen Laut von mir. Ich hörte einen Seufzer und dann, wie sich die Haustür öffnete. Wollte er weg? Hoffentlich nimmt er die Puppe mit. Ein lautes Klappern schwappte von der Haustür zur Schlafzimmertür und ich trat zurück, hielt den Luftbefeuchter hoch über meinen Kopf, bereit, ihn niederfahren zu lassen, wenn die Tür sich öffnete. »Ich werde nie von seiner Seite weichen«, dröhnte diese unheimliche, allzu weibliche Stimme durch die Tür. Dann verschob sich das laute Klappern in Richtung Eingangstür und die Eingangstür schloss sich. Ich hörte, wie Jason die Haustür abschloss. Ich spürte, wie sich die Enge in meinem Inneren ein wenig lockerte, als Stille eintrat. Jason kam in dieser Nacht nicht zurück. Und am nächsten Morgen
war er immer noch nicht zu Hause. Annabelle war auch nicht da. Ich konnte nicht die Polizei anrufen. Keiner würde mir glauben. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, ob ich bleiben oder ausziehen sollte. Jason hat nicht auf meine Anrufe reagiert. Ich musste Ruhe bewahren. Aber ihre Stimme hallte in meinem Kopf wieder. Und ich stellte mir ihre glasigen Augen vor, als sie sagte: Ich werde nie von seiner Seite weichen. Wenn dich dieses Video verängstigt hat, schockiert, verdattert, aufgestachelt, erfreulich angewidert oder auf sonstige Weise unterhalten, dann like es. Und falls noch nicht geschehen, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke.